Peace on the bus, up. It's Kevin! It's Marvin Beck! Und Beck mit einem neuen Horror-Game, ist neues, ne? Und ja, zwar, Mann. Mehr, Leute, Puppen-Horror-Game sieht ja schon sehr creepy aus. Die Creepy-Puppe? Ich glaube in einer Puppenfabrik oder so. Ey, sieht schon krass aus, ne? Neues Horror-Game, Leute, Daumen hoch für neue, frische, geile Horror-Games. Ja, Mann, fetten Daumen hoch. Yes. Direkt mehr von sowas. Leute, wir sliden rein. Wie immer rein ins Ungewisse, let's go! In diesem Spiel ist jeder Durchlauf leicht anders. Viele Ereignisse im Spiel sind nicht geskriptet. Was bedeutet das, dass was du erlebst nur für dich einzigartig ist? Okay, krass. Also wenn man stirbt, dann ist immer wieder neu, ne? Also alles, jeder hat ein einzigartiges Spielerlebnis. Du könntest kein Gameplay gucken, abgucken. Ja, das ist immer anders. Okay, das ist schon mal krass. Du wirst nicht von einem Monster verfolgt, nichts wird schreien oder dir ins Gesicht springen. Aber es ist immer noch ein Horrorspiel. Seid darauf vorbereitet, Angst zu haben, okay? Oh, Ansage. Bist du bereit, mit der Arbeit zu beginnen? Leute, sollen wir die Arbeit beginnen? Klar, Mann. Wir gehen rein, Leute, Nachtschicht. Okay, unser erster Arbeitstag. Hier kommen wir rein. New guy, you're finally here. Oh, ja. Welcome to the Sweet Cheeks Factory. Danke, Bro. Press the green button to enter. Oh, okay, korrekt. Okay. No time to waste, the work is already waiting. Oha. But first, go to the locker room and put on your uniform. Okay, geh in den Umkleideraum und zieh deine Uniform an. Oh, Leute, wir sind direkt drin, Alter. Keiner ist hier. Boah, ganz alleine, ne? Außer wir. Verschlossen, verschlossen. Oh, hier. Oh. Bescheidene Uniform. Blaumann. Komm in den Spiegel. Oh. Sag, beeil dich, Alter. Boah, wir werden ja richtig aufgerufen, ne? Da werden wir ja gerade fett beobachtet hier durch Kameras. Geh zur Werkstatt, um deine Schicht zu beginnen. Okay, ist hier unsere Werkstatt. Yo. Ja, Leute, der perfekte Ort, um hochgradig depressiv zu werden. Dunkel, Kerker-Vibes. Ja, Mann. Alter. Qualitätskontrollanweise. Nimm eine Puppe von linken Förderband, untersuche sie sorgfältig. Wenn die Puppe den Check besteht, lege sie auf das Genehmigungsbeförderband. Wenn etwas mit der Puppe nicht stimmt, wirf sie sofort in den Entsorgungsschacht. Ich glaube, in den Schacht, den wir gerade... Ja, in den Schacht. Oha, da ist jemand. Your job is to check the quality of all the dolls. Okay. A doll passes the check. Put it on the conveyor on the right. A doll is broken or is missing something. Throw it in the trash. And you can find the detailed instructions on the nearby table. Now get to work. Press the green button to start your shift. I hope you don't fail as miserably as the previous guy. Oh. Okay, der vorherige Typ. Okay, klare Ansage. Reingekackt. Ja. Okay, sollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten direkt, ne? Wir gehen rein. Erster Arbeitstag. Go! Okay, Leute, ihr müsst mitmachen. Okay, ist sie gut oder nicht? Woher wissen wir das? Also optisch ist das nicht kaputt, oder? Ja. Augen sind normal. Leute, sieht gut aus, oder? Augenbrauen. Sagen es gut. Ist eigentlich in Ordnung. Ist clean, oder? Die ist eigentlich... Ist clean, Bro. Kann man eigentlich so machen, ne? Wow, clean, Mann. Motherfucker. Genehmigen wir, oder? Also... Komm. Kann man verkaufen. Yes. Okay, nice, nice. Ich bin mal gespannt, wenn die kaputt ist, ob da dann klar... Oh, da fehlt ein Bein. Oh, okay. Ja, okay, genau, okay, die ist defekt. Die kommt dann weg. Die hier in den Schacht. Wäre eigentlich easy Job dann, ne? Ja. Oh, was ist das für eine Tür? Was ist denn hier? Verschlossen. Repairs. Vielleicht kann man die da reparieren lassen. Die Augen sind halt bunt, aber ich denke, was ist gewollt. Ja. Sieht ganz aus. Sieht clean aus. Sieht gut aus, oder? Kann die so verkauft werden. Ja, Mann. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. Beschädigt. Oh. Okay, wir müssen genauer gucken. Here at the factory we have some special protocols that must be followed carefully. One of these protocols is to keep all doors closed at all times. Oh. So go and close those goddamn doors you have left widely open. Oh. Den Türen offen gelassen, die müssen wir schließen. Krass. In welcher Tür war ich alles drin? Oh, hier auch. Ach krass, okay. Okay, alle Türen müssen wieder zu. Krass. Leute, ist hier sehr streng. Oh, selbst da? Okay, hier kamen wir, ne? Da kamen wir. Ja. Crazy. Okay, wir gehen weiter arbeiten, Leute. Müssen schuften, müssen Geld verdienen. Keeping the doors closed is essential for your survival. I mean, for your work. Für unser Überleben. You can now proceed with your previous task. Hey, der meint gerade für unser Überleben war das wichtig. Ja, Mann. Und der dann oder meinst du, es kommt jemand reingekrabbelt oder was? Ey. Okay, wir müssen auf Kleidung auch gucken. Okay, vielleicht ist irgendwas gerissen, guck mal. Hat halt pinke Haare.
Aber Schneuzer. Ist nichts beschädigt. Doch, der ist gut. Geschmackloser Stil, die Puppe, aber... Der ist safe gut, oder? Sehr gut. Okay, nice. Sehr gut, läuft. Läuft. Wow! Wow! Alter. Was ist das denn? Sicherheitsprotokoll. Im Falle von phantomhaften Schritten, die durch die Hallen der Fabrik hallen, versuchen Sie, sie nicht zu fliehen oder sich zu verstecken. Bleiben Sie absolut still und warten Sie, bis das Geräusch verschwindet. Widerstehen Sie dem Drang, sich die Ohren zuzuhalten, da die Schritte möglicherweise lauter werden, bis sie abrupt verstummen. Okay. Ey, ist es gerade eine Warnung für ein krasses Monster, was gleich kommt oder so? Okay, wir sollen dann stehen bleiben. Kai Tiger mit 10 Euro, vielen, crazy. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank, Bro. Kommt vielleicht irgendwann nochmal ein neuer Teil von der 1-Biss-Challenge. War immer lustig gestern. Alle Teile nochmal so. Ja, krass, boah, krass. Ja, Mann. Lol, aber echt lustig, ey. War es war schwierig, lustig. Neue Sachen zu finden, aber... Ja, Mann. Gute Inspiration auf jeden Fall. Wir gucken mal, was wir machen können. Ach, hier steht doch. Okay, keine Dellen. Alle Finger müssen da sein. Und alle Bodyparts, also alle Körperteile. Ja, das sind so die gängigen Sachen. Finger auch wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Klamotten. Clean, oder? Nichts gerissen. Doch, die sieht gut aus. Ja. Die nehmen wir clean. Tu mal rein. Jawohl. Let's go. Genau auf die Klamotten achten. Der blinkt. Aber ist das gewollt? Leute. Ist das eine animierte Puppe jetzt? Wegschmeißen oder genehmigen? Oder ist das dann gruselig für die Kunden, wenn man das kauft? Leute, wegschmeißen oder genehmigen? Boah, das ist echt schwierig. Ey, Chat, ihr müsst entscheiden. Weg. Ist die jetzt... Bro, ist die verflucht? Und blinkt der? Nicht, dass dann die Käufer sich erschrecken, ne? Weg? Was sagt ihr? Weg oder ist die so in Ordnung? Oh, shit. Oh, alle sagen weg. Ich glaube, das würde eher die Leute verschrecken, ne? Boah, ich weiß nicht. Oder ist eine animierte Puppe halt, ne? Wie, Bruder, der kann ja auch eine krasse Animation sein, aber ich würde eher weg sagen, ne? Die meisten sagen weg, ne? Genehmigen, es fehlt nichts. Die ist verflucht. Boah. Nimm an. Ich würde sagen... Shit, man. Ah, scheiße. Ich würde dir auch eher weg, was sagst du? Lass da wegmachen. Komm, ich schmeiß die weg. Weil die ist ja für kleine Kinder. Yes! Okay, die darf nicht blinken oder so. Die darf nicht blinken. Leute, ich habe hier noch eine Tür gesehen. Ah, nee, ist gar keine Tür. War eigentlich creepy, ne? Dass die gerade geblieben. Hä? Wow! Ey, sollen wir still bleiben? Ist das. Boah! Wir wurden einfach die weggeworfen haben. Ich weiß nicht, sah aus wie so eine Eule oder so. Das sah komisch aus. Wow! Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Oh mein Gott! Es geht ab auf einmal. Wo läuft die Müll? Alter, was Junge! Wie sieht die aus? Geh mal weg! Leute, was war das denn? Dreckspuppe, Alter. Wow, oh, okay, die ist kaputt. Die ist gerissen, die Puppe. Leider werden entsorgt werden. Sehr gut. Stark, Leute. Job läuft. Okay, die sieht gut aus. Die sieht einfach nur crazy aus, aber die ist clean. Ja, ja. Clean. Wow, clean, Mann. Alter. Leute, nice. Stream like nicht vergessen. Ja, mal like stream. Oh ne, die hat eine Delle am Kopf. What the hell? Miese Delle. Eine Hardcore-Delle hat die. Oder ein Loch sogar. Was ist das denn, ey? Das ist weg. Halt. Hau mal rein. Was ist das immer für ein Geräusch? Ist das diese Lampe hier? Ja, ich trau dem Braten nicht. Irgendwas ist da im Busch, ne? Oh, der fehlt ein Arm. Boah. Komplett Totalschaden. Gut. Ist ein Müll. Yes, sir. 10 korrekte Puppen. Oh, jetzt kann ich. Oh, sind wir fertig? Wow! Nein, die Puppe! Ey, wir haben uns weggeworfen! Wo kommst du, Alter? Ey, die ist krank. Oh nein, die ist verflucht. Ey, die sah richtig krass aus, die Puppe. Und die haben wir da gerade weggeworfen. Weg! Leute, was soll das? Können wir nicht Puppen verbrennen eigentlich? Ja, manche müssten wir echt verbrennen. Oh, die eine ist verflucht. Ey, einfach. Die eine müssten wir eigentlich auseinander mit einem Hammer komplett verbrennen. Schlagen. Okay, die sieht auch gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, Akkordarbeit. Yes, sir.
Ah, hier steht vorheriger Fehler, okay. Was mit dem Locken-Johnny hier? Wilde Frisur? Sieht gut aus, ne? Aber die ist clean. Clean. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. Genehmigt. Yes, sir. Oh, Finger. Oh. Wir haben gleich auf die Finger gehabt. Haben wir so schnell gedreht, ne? Ja. Okay, shit. Okay. Ich weiß, wie viele Fehler wir machen dürfen. Boah, die Augen. Oh, warte, sind die noch... Okay. Okay, passiert gerade... Schalte den Strom wieder ein. Ey, okay. Die Puppe hatte Dämonenaugen, Digga. Hast du gesehen? Wo ist die hin, aber? Ja, Leute. Okay, oh mein Gott, da steht eine Puppe. Oh. Bro. Alter. Bro. Ey, ich glaube, die Puppen dominieren diesen Betrieb. Wow. Ist alles voller... Was ist das für eine Abschlachtung? Ist das Blut, Alter? Was ist das für ein geistkranker Kerker? Wow. Yo. Oh, das geht ja ab. Generator. Oh mein Gott, Mann. Ey, was ist das für ein Kerker? Okay, schnell. Wow. Hast du gehört? Ja, man voll die Schritte. Wow. Oh. Okay, alles normal wieder. Oh mein Gott. Wenn es hier dunkel ist. Boah, sieht der richtig düster aus. Ist ne? Extrem creepy. Finally, what took you so long? Whatever. Your job is done for today. Oh, wir sind fertig. Geh nach Hause, hol dich aus. Okay, korrekt, wir dürfen nach Hause. Okay, sag, was du denkst, wie viel drüber nach, was passiert ist. So war das für ein Arbeitstag. Ja, weißt genau, hier geht kranker Scheiß ab. Erster Arbeitstag, crazy. Okay, hast du Schicht überstanden? Leute, wir gehen nach Hause, Mann. War schon creepy, aber ging noch fit, ne? Ja. Kann man verarbeiten. Hau rein, Alter. Tür? Oh. Oh. Auch die Tür. Ich hab die aufgelassen. Ich hoffe, war nicht schlimm. Ich hoffe, beim nächsten Arbeitstag kriegen wir keinen auf den Deckel. Boah, ja, Mann. Oh, mal gucken, wie viel Batzen wir gemacht haben. Korrekte Sortierung, 260. Falsche, weil wir zweimal falsch sortiert haben, minus 60 Euro. Oh, das hätten wir, also, das hätten wir 260 gemacht. Wow. Okay. Wurde uns zweimal 60 Euro abgezogen? 30 zweimal. Ah, 30 zweimal. Also 30 pro falsche Ding. Ah, okay. $200, Leute, nehmen wir mit. Für einen Tag ist okay. Ich habe gerade meinen ersten Tag in der Fabrik beendet. Es ist etwas Seltsames an diesem Ort. Obwohl ich nichts genau sagen kann, was es ist. Wenigstens wurde ich bezahlt. Ich sage mir immer wieder, dass morgen besser wird. Aber tief im Inneren bin ich nicht mehr so sicher. Sehr unberechenbar dieser Betrieb, aber... Aber wir bauen das Geld. Leute, würdet ihr den Job machen, wenn ihr ja, pro Tag 200... Und nach diesem Ereignis jetzt am ersten Arbeitstag, genau. Würdet ihr es machen? Tag 2, Leute. Schichtig. Und wir das Ganze alleine? Stimmt. Okay, wir haben Arbeit. Okay, wir sind immer noch der Neue. Nur mit dem Typ sind wir halt. Ja, mal voll, wie so Isolationshaft. Mhm. Boah, hier ist zu. Boah. Geht's weg? Hol einen Eimer, Abstellraum. Meinst du, müssen wir wieder uns anziehen? Oh, hier ist alles zu. Oh. Ja. Geräusch? Ja. Ey, da war ein Geräusch, ne? Lichter. Okay, oh mein Gott, da ist irgendwas. Oh. Wow. Wow! Alter, Puppenstoff. Was geht da ab? Ach, ist der Eimer. Oh mein Gott. Das ist ein Zettel. Warte. Notiz gefunden. Warum sortiere ich Puppen? Der Direktor weiß immer, wenn ich sie falsch sortiert habe. Ich weiß nicht, irgendein Geräusch. Ey, Leute, überall hängt der, jumpt der gleiche Puppe in unser Face. Warum sortiere ich Puppen? Der Direktor weiß immer, wenn ich sie falsch sortiert habe, bis hin zum kleinsten Defekt. Was bringt es überhaupt, dass ich hier bin? Ja, stimmt. Warum macht das nicht selber, Bro? Ja, ne? Mach's doch selber einfach. Okay, wir brauchen den Eimer. Hier ist auch ein Licht. Er meint, die Decke leckt. Das heißt, Wasser kommt runter oder so, ne? Ja. Ach so, die sind überall Lichtschalter. Mhm. Oh, Tür, ne? Machen wir zu. Okay, Uniform haben wir anscheinend an. Wir haben damit geschlafen. Das ist unser neuer Pyjama jetzt. Warte. War die eben schon da? Alter, nein. Was ist das für ein Raum jetzt hier? Achso, das ist unser Arbeitszimmer. Unsere Fabrik. Okay, wo tropft's? Oh, hier tropft's. Oh, okay.
Wo gucke ich hier? Okay, man sieht nichts. Irgendein Rohr. Irgendein undichtes Rohr. Rohrbruch. Okay. Nee. I have improved the dolls. Now they have a voice function. Oh nein. So now you have to check if it works as intended. Okay. Check the rules for detail. Okay, die können jetzt sprechen, das müssen wir auch checken. Krass. Wenn die keine komischen Sachen sagen, die dürfen sich nicht bewegen, alle Finger haben. Okay, die dürfen keine komischen Geräusche von sich geben. Okay, okay. Jetzt geht ab. Hallo? Kannst du reden? Okay, die redet gar nicht. Okay, manche reden ist das jetzt gut vielleicht oder schlecht? Gar nicht, ne? Kann sein. Dann würde ich sagen, approven oder nicht? Das war jetzt auf einmal. Relativ neutral, nichts Gruseliges. Ja, ist gut, ne? Ich würde sagen, kann man machen. Yes. Jawohl. Ich denke, bis er 10 Monate mitgeht. Yes. Alter, noch 2 Monate bis hin, ja. Ich weiß noch, mit dem Bruder haben wir Fortnite gespielt. Boah, ja, Mann. Niklas Bier, Alter. Heftig. Okay. Ja. Ein Messer ist ein sicheres und lustiges Spielzeug. Auf gar keinen Fall, Alter. Das ist nicht lustig. Nee, Bruder. Hau mal rein, Junge. Will er hier, das, hol die Kinder noch ein Messer und mach dann... einen Abgang, Alter. Jawohl. Yes, sir. Ist nicht safe für Kinder. Ja. Okay, was ist mit dem hier? Angela Merkel. Es geht. Stabiler Kopf. Okay, die redet nicht. Oh. Okay, sag noch hallo. Ist gut, ne? Hallo? Finger? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finger! Wow! 1, 2, 3, ey, weg. Bro, 6 Finger, Alter, Bruder, fast das, verkackt. Das ist creepy. Nice! Und oh, Leute, heute holen wir jetzt also, die ganzen Batzen. Neben den Reden auch noch die Finger beachten und so, ne? Okay. You will find all related instructions and the order itself on the right table. Every completed order significantly increases your paycheck, so don't mess it up. Oh, okay, Sonderanfertigung. Also wenn wir das hinkriegen, wird unser Gehalt besser, ne? Wir holen uns jeden Cent heute. Jeden verdammten Cent. Okay, Auftrag 1. Eine gemeinnützige Organisation bestellt einen Puppenprototyp aus der Sweet Cheeks Fabrik, um ihn Kindern in benachteiligten Gemeinschaften zu schenken. Sie möchten denen, die Not leiden, Trost und Gesellschaft bieten. Puppenanzahl 1. Muss haben grüne Augen, soll sagen, ich liebe dich. Okay, wenn eine Puppe sagt, ich liebe dich mit grünen Augen. Grüne Augen? Das ist die Sonderanfertigung, ne? Von der du geredet hast. Ja, wohin muss sie dann? Die wird dann verkauft? Das ist die Sache. Oder hat er jetzt gesagt, aber er hat nicht gesagt, wo wir die hin tun sollen. Ja, ne? Auf den Tisch. Ah, warte. Ah. Oh, hier. Ah, wir müssen die verpacken. Ah, okay. In die Box. Dann Label drauf machen. Und dann in den Fulfillment Room. Also so die spezielle Anfertigung. Ja, ne? Ja, ja. Okay. Okay, okay. Wir warten, bis die kommt. Grüne Augen und ich liebe dich. Yes. Ja, grüne Augen. Oh, grüne Augen, Leute. Das könnte die sein. Also, I love you. Oh, das ist sie. Sie ist es. Okay, wir checken aber trotzdem noch. So schnell? Finger, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ja, das ist sie. Ey, okay, direkt hier in die Arme geflogen bekommen. Okay, hier ist eine Box. Okay, wir verpacken dich jetzt, Bro. Packen ist eine Box, bleib da, Bro. Die Freundin ist weg, ey. Shit, wir können die nicht nehmen. Ah, vielleicht hier. Irgendwo ein offener Karton. Okay, wo sind die Boxen? Vielleicht hier. Vielleicht muss ich auch einfach da rein tun. Oh, an den. Okay, wir stellen die hier kurz hin. Okay, wir müssen von irgendwo eine Box holen. Genau, ihr das Regal abchecken. Und vielleicht gibt es auch einen Boxraum. Und ein Zettel steht da. So ein Label, weißt du? Sind da sonst noch? Genau. Box bauen wir, dieses Label und dann in den Fulfillment Room. Vielleicht gibt es extra einen Raum, wo es Label und Boxen gibt. Okay, dann können wir die auch mitnehmen. Ja, lass uns mal umgucken. Hat jetzt gar nicht gesagt, aber wir gucken mal, ne? Ja. Boah, hier sind nur Wahlboxen. Warte, guck mal die Beschilderung. Steht da irgendwas? Also, Was stand da? Ah, ne, können wir die hinstellen. Fulfillment, da müssen wir die hintun. Danach. Hier schicken wir die los. Mhm. Ja. Oh, hier sind Boxen, oder? Aha. Oh ja. Ah. Oh Gott. Ah. Oh, krass. Okay, rein, Bruder. Rein.
schließen. Und ein Label? Jetzt brauchen wir noch so ein Label, ne? Wo kriegen wir das her? Attach Order Slip. Ach so, was wir eben hatten. Ach so, der Zettel da, ne? Ja. Ah, okay. Ich glaube, den draufklatschen. Mhm. Auftrag, ja. Oh, Tür. Nice. Bam. Okay. Easy. Let's go. Easy peasy. So, warten. Senden. Was hast du verstanden, wie es funktioniert? Machen wir nun mit deiner üblichen Arbeit weiter. Okay, das war jetzt so ein Special-Ding. Jetzt geht's nochmal weiter. Wenn wir Aufträge haben. Okay, stabil. Schicken wir da weg. So, next. So. Finger 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sieht gut aus. Oder? Eigentlich alles okay, ne? Ich liebe dich. Aber es ist keine Sonderanfertigung, ja. Ne? Ist gut. Ihre Dauerwelle. Yes, nice. Leute, jeder Cent gehört uns heute. Jetzt machen wir keine Fehler hier. Mhm. Stabile Haare. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht eigentlich gut aus, oder? Süße Bäckchen. Doch, ist clean. Easy. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. Nice. Easy. Du hast noch keinen Fehler gemacht, ne? Ja. Wie, heute machen wir keinen Fehler. Oh, der Mund. Mund ist zugenäht, Bruder. Ey, wir können so eine creepy Puppe hier nicht verkaufen. Mann, Alter, das geht gar nicht. Weg damit. Raus, Mann. Easy. Wow. Wow. Yo, ey. Ey, Killer-Clown-Puppe oder was? Wir haben mich gesehen. Was war denn da los jetzt? Was zur Hölle, Alter. Wie sieht die gruselig aus? Die sagt nichts. Siehst du Bäckchen? Also Finger 1. Okay, Finger 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist gut. Ja. Easy. Oh, Sonderauftrag. Okay, Auftrag 2. Ein Paar, das ein Kind aus dem Ausland adoptiert, bittet um eine Puppe, die das kulturelle Erbe des Kindes widerspiegelt. Sie hoffen, dass es ein Kind hilft, sich mit seinem neuen Zuhause verbunden zu fühlen. Puppmann Sat 1. Muss haben graue Augen, gekleidet in Jeanskleidung. Soll sagen, das war nett. Okay, Jeanskleidung. Graue Augen kann man sich gut merken. Und Jeanskleidung. Ja. Okay. Spezieller Geschmack, ne? Nein, die hat blaue Augen. Die ist nicht. Graue Augen, ne? Ja. Okay. Öffne das Fenster und flieg. Wow! So was will die Kinder anstiften, Alter. Ich hab vor drei, das Kind wohnt im 10. Stock. Yo! Und dann erstmal, ich mach einen Vogel. Selber, das gibt's dein Kind, Alter. Ey, graue Augen. Oh, graue Augen, Jeans. Oh, den aber ist kaputt. 1, 2, 3, 4, 5. Was soll der immer sagen? Aber die hat einen Riss. Mhm. Ja, weg. Und wir sagen was anderes. Ja. Oh, rein, netter Bro. Versuch, nicht mit uns. Den Batzen lassen wir uns nicht entgehen. Ja. Okay, auf jeden Fall nicht die Bestellung. Sweet Cheeks steht hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht aber. Okay, eigentlich okay, ne? Ja. Yes! Oh. The conveyor seems to be stuck. Go to the assembly room further down the corridor. Bro, jetzt müssen wir noch Montage hier machen, Alter. Wir müssen ja alles reparieren, Alter. Ey, ja, Mann, ein Mann am Ehe. Ja, nicht hier? Ein Kurs seit 9 Monaten Mitglied. Wow. Ja, die besten seit 2016 bin ich am Start. Jeden Abend gucke ich meine Freundin ein Video von euch. Macht weiter so. Ehre, Mann. Ehre, Mann. 3 Monate eine goldene Faust. Heftig. Oder? Ja, ist sie nackig? Nackt, Alter. Was geht hier ab, Leute? Na los! Was ist das denn? Und die ist sehr gruselig, Mann. Wow! Ach so, wir sind jetzt hier. Hier kommen die her. Ah, das sind die Rohlinge, ne? Ja, Mann. Boah, das ist gruselig, ne? Bro, ohne Augen, ohne alles. Boah, Leute, wie gruselig. Nur Booty Cheeks, Alter.
Roh, roh, roh. Okay, sind wir richtig, Alter? Yo. Sefo, du arbeitest hier, Alter. Wow, wow, wow. Alter, du würdest ja durchdrehen, Leute, wenn ihr da arbeitet. Ich glaube, wir drehen hier ein bisschen durch. Oh mein Gott. Alter, das ist krank. Da Leute, ganz alleine. Was geht hier vor sich, Bruder? Wo sind wir? Wohin gehe ich, Alter? Oh, da liegt was. Der rechte. Notiz gefunden. Ein paar Wochen sind vergangen und ich habe immer noch niemanden sonst gesehen. Alles, was ich habe, ist die Stimme des Direktors aus dem Lautsprecher. Er beobachtet immer, ich spüren. Verlässt er jemals diesen Ort? Krass, also der wird genauso beobachtet wie wir gerade. Ja. Nur der Direktor, ne? Das war Tom. Danke für das Support, Bruder. Vielen Dank. Aha, die Rohlinge sind das Brötchen oder was? Ja, Mann. Ich schwör's dir. Okay, hier ist irgendwas. Oh, hier ist das stecken geblieben, ja, Mann. Ja, guck, das ist voll die creepy Puppen. Alter. Aber auch voll die. Bro, die sind einfach verflucht. Ey, die sind heruntergekommen, Alter. Wohin mit denen, Alter? Werf die weg, Mann. Bro, geht nicht. Eigentlich müsst du die verbrennen, ne? Ja. Wow. Wow. Guck mal, die Augen, Alter. Geht weg! Es reicht! Oh, hier ist noch ein Zettel. Keine Lieferwagen, keine Rohmaterialien. Wie funktioniert dieser Ort überhaupt? Ich habe nach Informationen über diesen Ort gesucht, aber nichts gefunden. Und doch kommen die Puppen einfach immer weiter. Ich muss sie sortieren. Ja, Mann, wer liefert die? Man sieht ja keine anderen Menschen, ne? Die sind einfach nur da. Ja. Also sehr, sehr kranke Hausnummer hier, ne? Okay, ist clean wieder, ist clean wieder. Alles easy. Weiter geht's. Wow. Hä? Wo bin ich? Hä? Neuer Raum? Ey, Leute sind irgendwo hingebeamt. Was? Was ist denn jetzt los? What the hell? Was okay. Ist okay. Sind wir irgendwie kleiner geworden? Irgendwie alles verändert. Auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwie schneller wieder zurück, ne? Okay, anscheinend haben wir es repariert. Weiter geht's. Okay, weiter geht's, ne? Hatten wir den Auftrag schon gemacht? Nein, ne? Ne. War aber eh nicht. Guck mal, was die Puppe sagen sollte. Was dafür für? Die sollte irgendwas sagen, ne? Mal gucken. Okay, die ist gut. Nein! Oh oh. It's a complete disaster. Nein! Wir haben Geld verloren, unser Batzen, Mann. Pro Fehler 30 Euro weg. Was war denn falsch, Alter? Warte, ich muss gucken, was der Fehler war. Scharfe Zähne? Was? Bro, was? Wir haben noch nie auf die Zähne geachtet, ne? Ein paar, das soll sagen, das war sehr nett. Und Jeanskleidung, graue Augen. Ah, okay. Das war Jeanskleidung? Sehr nett. Das war sehr nett und graue Augen. Ist das Jeanskleidung? Mm. Hat graue Augen. Eigentlich schon. Oh. Eigentlich ja. Ist Jeanskleidung oder nicht, Leute? Das zählt ja schon als Jeanskleidung, ne? Eigentlich schon. Zähne? Zähl mal die Finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Ich glaube, wir haben die Puppe, die ne? Ist gut, oder? Sagen, die nehmen wir mit. Die nehmen wir, Leute. Die wird verpackt. So, knallen wir auf. Einer. Ein Label holen. Klatsch das drauf. Wow! Wow! Dieser Clown, Alter! Und das? Was willst du denn, Alter? Bleib mal hier, Junge. Wollt ihr uns pranken oder was? Da, wo du bist, Alter. Ey, ich versuche überhaupt den Müller mitzunehmen. Sollen wir den wegwerfen? Ja, ja, wir werfen den weg. Wir schmeißen den weg. Nicht, dass wir den da vergessen und dann auf einmal springt das gleich in den Nacken rein, ne? Ja, Mann. Hau mal rein, Bro. Sehr gut. Oh, nice. Wir sollten das sogar so machen, ne? Ja, Mann. Wichtig, immer wegwerfen. Okay, weiter geht's. So, sieht. Hallo? Oh, die wackelt.
Ist das creepy oder nicht, Leute? Bruder, ist defekt, Alter. Ich glaube, die soll sich nicht bewegen, ne? Keine Bewegung, okay, ne. Weg. Die ist defekt. Hau rein, Junge, hau rein. Mann, Abgang. Auf ADS. Das verschreckt die Kinder, das wollen wir nicht. Okay, was geht mit dir? 1, 2, 3, 4, 5. Easy, clean, oder? Eigentlich alles okay, ne? Clean F. Let's go. Nur ein Fehler gemacht, ne? Ja, bis jetzt. Yes. 30 Euro wurden uns abgezogen. Yes. Kann man noch verkraften. Kein Auftrag. Mit dir, Michael Jackson, Bro, die Augen. Boah. Sind nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Leute, ist nicht normal, oder? Also, da würde jedes Kind doch ein Dämon werden. Nee, Mann. Der muss weg, ne? Der muss weg. Safe, oder? Guck mal die Augen an. Ja, doch. Der war. Jawohl. Easy, Leute. Auf Dämon ja angelehnt. Easy Money. Oh, wow. Shit, Alter. Komm mal sofort mit. Direkt den Müll. Hau rein, Bruder. Leute, nicht mit uns. Wollen wir uns verarschen? Okay, was ist mit dir? Irgendwie sieht die auch gruselig aus, aber. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. Sieht gut aus. Clean, okay, clean, clean. Okay. Easy money. Easy Butts. Wow. Wer ist da? Der Eimer! Hä? Der ist umgekippt. Wer war das? Was geht mit dir, Alfredo, Bro? Das war nett. Oh, die Zähne, warte. Ah, komm. Man sieht die Zähne. Oh, guck, oh, die sind spitz, darauf müssen wir achten, voll auf die Alter. Zähne. Ey, die hab ich eben gar nicht gesehen. Oh, ja, Mann. Ich glaube, es wird immer mehr, auf das wir achten müssen. Ja, yeah. Schon so ein bisschen die Anomalie-Game. Ich bin gespannt, wie viel wir heute verdienen. Wir machen schon viele. Ja, wir machen gerade einen guten Job. Dicke Aufträge, dies, das. Hallo, Rede. Ja. Eins. Oh, die Finger sind abgehackt. Boah, komplett kaputt. Ab in Müll, Bro. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht weit ganz gut aus, ne? Ja, Mann. Sagst du. Die Hallo. Ist 10, mal gucken. Oh, was war das jetzt schon wieder? Was war? Ach, die Klappe ist zugegangen. Die Klappe. Warum auch immer, aber die ist clean, oder? Ja, die ist clean, die ist klar, ne? Clean, easy. Zähne gut, 1, 2, 3, 4. Stabile Backen. Oh, warte, 1, 2, 3, 4. Ja, nichts gerissen? Ist gut. Hallo? Komm, Junge! Was? Nein. Die Augen? Aber die waren doch noch pink, oder? Ja, Mann, Leute, was war mit den Augen? Da waren doch irgendwelche Dämonpupillen. Will mich verarschen, Alter. Boah, ich würde gerne nochmal die Puppe angucken, die sah echt normal aus. Augenbewegung. Oh. Die haben sich bewegt, Bruder. Es wird immer schwieriger. Wir müssen richtig auf die Details jetzt achten, ne? Stelle den Eimer zurück in den Geräteraum und geh nach Hause. Okay, wir sind fertig. Okay, jetzt kann da alles überschwemmen. Wie viel Batzen wir gemacht haben. Ja, heute. Eben war ja 200. Selbst mit einem Fehler oder? Ne, zwei Fehler haben wir gemacht. Ja. Haben wir trotzdem locker mehr. Wow. Twitter. Don't come. Komm morgen nicht. Oh mein Gott. Yo, sollen wir morgen. Ey, wir machen Urlaub. Krank, ne? Machen, Leute. Wir machen krank. Ne? Wir brauchen das Geld, Bruder. Wir brauchen dieses Geld, Bro. Alter, was geht hier ab, Mann? Stell doch den Eimer hier rein, Junge. Ey, Leute, morgen eigentlich frei machen, ne? Oh, was ist das denn? Direkte Mitarbeiter creepy. Des Monats. Das ist das einzige Bild von dem. Der hat sich selber gelobt. Ja. Ist das krank, ey. Okay, jemand will uns hier morgen nicht haben, Alter. Auch ganz komisch. Mit dem Direktor? Ja, Mann. Also der Direktor ist auch nicht mehr normal, ne? Hast du Dominik vorgelesen? Ja, klar. Okay. Wir hauen rein, Alter, komm. Erstmal sacken lassen den Tag. Gucken wir für Money. Monies. Wie viel Gash. Oh, sieht schon mal saftig aus. Oh, 27 Euro, Leute. An einem Tag? Ist gut, oder nicht? Ja, echt gut. 27 Euro? Nice. Obwohl jetzt, oh, wir haben jetzt 900 Dings. Oh, wir können Sachen kaufen, sehe ich gerade. Kürbislaterne, Motivator, Puzzlespielzeug, Tasse, Tischventilator, Teddybär. Lol. Kaktus. Was ist ein Motivator? Für die Arbeit motivieren? Sollen wir einen Motivator holen? Ja, hol mal. Komm, wir holen einen Motivator. Weil was motiviert uns denn dann so? Wir müssen ja auch hier unser Geld ausgeben. Ja.
Ich habe eine weitere Schicht überstanden. Die Puppen schienen heute anders zu sein. Ihre Augen, ich schwöre, sie haben mich verfolgt, als ich durch die Fabrik ging. Ich sage immer wieder, dass alles nur in meinem Kopf ist, aber dieser Ort beeinflusst mich. Ich kann es spüren. Okay, wir werden langsam crazy. Ja, Mann. Langsam geht's auf unsere Psyche, ne? Gucken, ob es das Geld wert ist am Ende. Tag 3, Leute, wir gehen zur Schicht. Scheiß mal auf diese Dings, was da kam. Wer uns da verarschen will, willkommen. Wir haben keine Angst. Wir ziehen es durch, Bruder. Leute, wir haben keine Angst. Ich frag mich auch, ob wir den Direktor irgendwann mal so face-to-face sehen. Ich hoffe. Der ist ja eigentlich oben, ne? Wir müssen eigentlich mal so eine Treppe hochgehen. Boah, vielleicht kommen wir irgendwie hoch. Ja, Mann. Ich oder es sind immer mehr diese komischen Puppen. Boah, hier. Wann sind die draus? Beginne deine Schicht. Okay, Kleidung müssen wir echt nicht mal anziehen. Ich glaube, wir schlafen schon in dem Blaumann, werden wir immer an. Kann sein. Achso, brauchen diesmal keinen Eimer oder brauchen wir den? Ich nehme den mal mit. Wir wissen ja nicht. Türen schließen, ganz wichtig. Neuer Mitarbeiter. Ich habe heute anderweitig etwas zu erledigen, also werde ich heute nicht in der Fabrik sein. Oh. Es gibt eine neue Aufgabe für dich. Wir haben eine Menge Puppen, denen Augen, Hände, Beine oder Köpfe fehlen. Das Wegwerfen dieser Puppen ist ab sofort verboten. Alle Informationen, die du brauchst, findest du im Reparaturraum hinter dir. Mach keinen Mist, der Direktor. Oh, der ist nicht sollen da. Wir sollen jetzt reparieren anscheinend. Leute, ne? Direktor ist heute nicht da. Okay. Okay. Wir können unser Ding machen, ne? Also Augen, Hände, Beine oder Köpfe. Dann müssen okay, wir also da reparieren. Jetzt Reparierstunde hier, ne? Wow, 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 wow. Nicht erschrecken jetzt. Heilige. Vielen Dank für den Support, Jürgen. Dein Spruch, Bruder. Tom, vielen Dank. Alter. Hinter der Tür? Ach du Scheiße. Wer hat das gesagt? Wer war das? Statement. Oh, hier sind die Augen. Alter. Bruder, der Raum ist ja noch creepier, Alter. Ich habe etwas in den Archiven gefunden. Diese Fabrik war berühmt dafür, Puppen mit unglaublichen Details herzustellen. Perfekte Spielzeuge, sagten sie. Aber sie wurde vor 20 Jahren bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Okay, Bro. Deswegen, es gibt ja echt so Fabriken dann, ne? Ja, klar. Ja, schon creepy eigentlich. Ja, wenn da so ganz viele Puppen sind, ist schon gruselig, ne? Boah, was ist das denn? So ein Friseurding, Alter. Leute, kurz Friseursimulator. Was macht das denn? Dies ist der Puppenreparaturraum. Wenn einer Puppe Körperteile fehlen, stelle sie auf den Halter und befestige sie in die fehlenden Gliedmaßen. Wenn der Puppe Haare fehlen, gibt es hinter dem Halter ein spezielles Werkzeug. Verwende es, um neue Haare zu erstellen. Stecke deinen Kopf nicht hinein. Es ist kein Haartrockner. Jemand hat es einmal versucht und es endete nicht gut. Zurück an die Arbeit, der Direktor. Okay. Das ist krass. Okay, wir werden es schon rausfinden, ne? Oder? Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin, easy. Easy, easy. Und krass. Okay, Leute. Schicht beginnt, let's go. Aber auch krass, dass wir da alles machen, ne? Ja. Jeden okay. Bereich. Wow, die ist kaputt. Arm und Auge. Kann sein, dass wir heute nur reparieren sogar. Ja. Blinkt nicht zu oft. Freunde, die Firma will Umsatz machen. Es wird nichts mehr weggeworfen. Ja. Ich glaube, die Tür hier können wir offen lassen. Okay. Wo haben wir auch bunte Augen? Ist das? Es ist so kalt, hat die Puppe gesagt. Ja, Mann. Okay, Auge, ein Auge. Welche Farbe? Bro, gibt's hier verschiedene grün. Farben? Ja, voll. Oh ja, Mann, es gibt verschiedene Farben, grün. Alter. Nice, grünes Auge. Okay, wir müssen auf alles achten jetzt, Bruder. Es wird schwieriger. Aber sieht sehr gut aus. Und einen linke, rechten, nee, linker Arm, ne? Bein? Rechtes Bein? Nee, rechte Hand? Linke Hand? Linke Hand. Linke. Oh, sieht gut aus. Nice, nice, nice. Wir haben Auszeichnung bekommen. Sieht clean aus. Ich kann aber widersprechen. Wow, clean, Mann. Alter. Danke für den Support, weil wir nicht mehr Pranks machen, also weil wir nicht mehr nur Pranks machen. Deswegen Calvin Marvin. Ja, man, schon lange nicht mehr. Okay, nice. Erste erfolgreiche Reparatur. Nice. Let's go. Okay. Was ist mit dir, Thorsten, Bro? Sieht echt clean aus.
Ist ein Mann oder Frau? Die Haare sind Frauenmäßig. Schwierig zu sagen. Okay, fehlt dem irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die sieht. Zähne auch gut. Sie sagt doch nichts Gruseliges. Zähne ist auch okay. Die sieht okay, ne? Heute machen wir einen Taui. Hä? Was für eine Kiste hier? Seit wann steht hier eine Kiste? Leute, eine Lootbox. Wow. Wow. Aha, untersuchen. Ey, wer beobachtet? Was zur Hölle? Erfolg kommt von denen, die nach keiner Pause fragen. Yeah. Das ist bestimmt vom Direktor. Der Direktor Alter. Erstmal und. Oh, er will uns hier motivieren, Alter. Ach so, ist der Motivator. Ah. Aber Leute, hätte stimmt. Auch vom Direktor kommen können, ja, oder? Mann. Ist nicht miese so. Motivation, Alter. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Die Motivation. Deswegen war es auch so verpackt, ne? Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist okay. Erproben, Leute. Kann man verkaufen? Erproben wir. Easy. Da fehlt ein Bein. Wow. Ein Engel einfach. Was ist das denn? Okay, da fehlt ein bisschen was. Weg. Arm, Bein. Ah, nee, ich wollte guck direkt mal Zähne. Wir müssen ja reparieren jetzt. Falls sie jetzt. Also dürfen wir gar nichts wegschmeißen? Ich glaube, die ist trotzdem verflucht, mhm. Weißt du? Da haben wir die umsonst repariert. Augen sind okay. Boah, oder? Ja, stimmt, ne? Ja. Aber die ist okay. Die sagt eigentlich Gruseliges. Okay, rechter Arm. Und. Nice. Auge ist da. Rechtes Bein. Bein. Rechtes Bein. Nice. Geht fit, ne? Die ist perfekt. Ja. Für den Verkauf. Let's go. Bro. Das war jetzt gerade sehr nah, ne? Okay, komm. Yes, sir. Das Ding ist, wenn wir was falsch machen, der merkt es. Wow. Die Tür ist aufgegangen. Alter. Sollen wir die mal auflassen, gucken, was passiert? Lass mal auf. Ich will auch gucken, was passiert. Und das Ding ist, wenn wir ganz viele Fehler machen, ne? Der ist ja gerade nicht da. Der ist nicht da, Bro. Eigentlich? Ich weiß nicht. Okay, vielleicht wird es trotzdem abgezogen. Ne? Ja. Das ist systematisch, wollen wir nicht. Das kann sein. Aber einen Anschluss kriegen wir jetzt erstmal nicht dann, ne? Ja. Okay, Puppe ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Scheint clean zu sein. Sieht gut aus. Yes, sir. Bis jetzt kein Fehler. Ja, Mann. Wir rocken den Tag komplett. Halloween-Puppe. Fünf Finger. Wow, was war das, Alter? War das die Puppe? Irgendwas oh, warte, was ist das die Puppe? Warte. Jo, 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 jo. Aber warte, die muss weg, ne? Ja, wo die ist nicht mehr zu retten. Weil verfluchte Puppen kann man jetzt reparieren, ne? Wenn wir keinen Priester oder so. Ja, Mann. 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Also, jo! Auch weg. Weg. Keine. Oha, Auftrag. Special Auftrag. Auftrag dringend. Wir haben einen Bericht über eine ungewünschte Puppe erhalten, mit der Behauptung, dass sie sich unbeobachtet von selbst bewegt. Also wenn wir uns zum Beispiel wegdrehen, ne? Falls sie gefunden wird, muss sie sofort verpackt und mit diesem Bestellschein versehen über den Fulimentenraum verschickt werden. Anforderungen bewegt sich, wenn obachtet. Verwirrtes Aussehen, also bist du durch den Wind. Ein einzig gelbes Auge. Ein gelbes Auge. Sollen wir den reparieren oder nicht? Kann man gut merken, ne? Okay, ein gelbes Auge. Und die bewegt sich, wenn man die nicht angeht. Wie sollen wir das checken aber? Meinst du, die kommt auf uns zugelaufen dann? Boah. Wie in diesem Classroom-Spiel? Das ist eine gute Frage, ja. Hallo. Und man müsste sie kurz eigentlich ablegen und sich wegdrehen, dann gucken, ob die was macht, ne? Aber gelbe Auge, müssen wir drauf achten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das soll nochmal reden. Ja. Die Zähne nicht gesehen. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Easy. Vielen Dank für die 2 Schweizer Franken.
Welchen WP90-Geschmack empfehlt ihr? Butterkeks. Erdbeere auch geil. Auch geil, Banane auch geil. Ich brauche wieder Erdbeere. Stracciatella auch brutal. Also das sind so wirklich geile Sorten. Top-Produkte. Ja, okay, den fehlt ein Kopf. Wir können den jetzt jeden Kopf dran machen, ne? Boah, was ist das denn? Jo, ist ein Sack einfach. Junge, oh, wie Sense, Mann. Kann er nicht nehmen. Welchen Kopf sollen wir jetzt nehmen, Alter? Ist eigentlich Geschmackssache, ne? Ist egal, oder? Oder gibt's einen mit einem gelben Auge? Hier ist einer mit einem gelben Auge. Aha. Ah, ne. Okay, da sind gar keine Augen. Wir müssen die Augen selber machen. Dann können wir nehmen, was wir wollen, oder? Okay, können wir nicht nehmen, was wir wollen. Nimm mal lila. Mal was anderes. Ja, Mann. Gucken, ob sich bewegt. Und uns weg drin, ne? Okay, sonst? Das ist clean. Warte, war mal kein Fehler. Eierkopf, warte, was war mit Haaren? Es war nochmal was mit Haaren, oder? Miese Eierkopf, Leute. Also Calvin Prime. Die redet nicht. Hallo. Oh doch. Hallo. Sie redet, okay, perfekt. Okay, sollen wir dir noch Haare geben? Komm, gibt's Haare? Irgendwas war mit Haaren noch. Wo sind die denn? Ansonsten gehen die ja alle noch als Eierkopf raus, ne? Ja. Aber stimmt, wo sind die Haare? Den Haaren, Alter. Auf Kaio angelehnt, ne? Ja, wir wollen ja kein Kaio hier verschicken. Wollen wir ja Kaio verschicken. Braucht Haare, ja, Mann. Nostalgie Kaio. Wenn der Puppe Haare fehlen, gibt es hinter dem Halter ein spezielles Werkzeug. Aha. Verwende es, um neue Haare. Ach so, dieses Ding hier, ne? Stimmt. Ach krass, das Ding. Haben dann Haare einfach? Lol. Oh, erstmal, dass wir jetzt Haare erstellen. Yes, sir. Eine wilde Dauerwelle in Welt. Pink. Geil. Okay, krass. Okay, das passt zu den Augen, aber Alter. Passt. Krass, Leute. Ey, war das zufällig? Ich glaube schon. Wir haben die Augen gut gewählt. Geil. Let's go. Grünes Licht. Yes, bam, sir. Nice. Geil. Leute, Tür ist offen. Passiert nichts. Easy. Okay. Eigentlich? Der ist eigentlich clean. Gucken, wenn ihr redet. Ich liebe dich. Guck ihre Zähne. Warte, die Zähne waren gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Finger. Okay, nice. Ist gut, ne? Sonst? Ja. Easy. Safe. Was? Was waren jetzt? Finger? Wir haben doch geguckt. Aber warte, gebrochen. Gebrochene Finger? Also die Anzahl hat ja gestimmt, aber... Was? Was war das denn? Bruder, was? Die labern Müll, Alter. Hey. Das lese ich mit zwei schwarzen Fragen. Fetten Dank. Drüber wieder einen Backflip. Statement zum Backflip. Easy. Soll ich jetzt gleich machen, Leute? Jetzt direkt hier. So, mal kurz auf Straße. Komm, alles mit, kurz. Wir nehmen kurz Livestream auf Straße. Finger sind normal, aber wie sehen denn gebrochene Finger bei denen aus, Alter? Ja, aber wir haben ja geguckt, da war ich alles okay, aber... Okay, ich flachs nur aus. Okay, komm, okay, ist okay. Gut, Mann. Geh fit? Yes, sir. Okay, wir haben jetzt nur einen Fehler beim heutigen Arbeitszeit. Oh, ein gelbes Auge. Wow. Das ist die Puppe. Geh doch mal gucken, kurz auf die Liste. Aber ich glaube, das ist die, ne? Was war da noch? Gelbes Auge oder ein Pipe? Bewegt sich, wenn man die nicht anguckt. Wir stellen die hin. Ja, genau. Stell die hin. Okay, das ist die. Das ist die. Ab in den Raum. Okay. In Box. Digga, gleich ist die in unserem Nacken drin. Ja, Mann. Wir dürfen die nicht aus den Augen lassen. Gleich mit Messer im Nacken. Das Problem ist, wenn ich jetzt reintue und den Zettel hole. Ja, dann kann die weg. Boah, gerade ist echt wirklich gruselig. Oder tu die ins Paket, mach das so. Boah, das ist gerade wirklich gruselig. Ja, das war echt gruselig. Ich hab aber wirklich ein bisschen Angst, Bro. Leute, wir haben auch Angst vor dem ersten. Im Auge. Wir hatten noch keinen Jumpscare. Nicht so. Ja. So, hier rein. Weil die Puppe ist. Wenn ich es zumache jetzt, meinst du, die bleibt da drin? Das ist das Ding, Leute. Aber wir haben keine Wahl. Wir gehen. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Es passiert nichts, wir hatten eben ganz der Tür auf. Echt? Oder die Puppe könnte aber bewegen, ne? Nicht unterschätzen. Nein. Alles gut, alles. Wenn jetzt weg ist, alles im Griff. Alles im Griff. Wir müssen nochmal kurz reingucken jetzt. Ja, nochmal. Okay, die ist zurück. Die war gefangen. Wilde Haare. Wilde Haare? Türkei-Besuch kommt. Ab in die Türkei. Wow! Licht ausgegangen, Bro. Alter. Bruder, die Puppe macht Faxen, Alter. Geh, schnell. Okay, nice. Auftrag erledigt. Was? Verschlossen? Was? Wir sind einfach gefangen.
Hörst du das? Was soll ich machen? Oh oh. Ist zu, Bruder! Wir kommen ja nicht raus! Leg mal den Lichtschalter um. Vielleicht können wir reingehen. Huh? Wow. Wenn du das hier liest, bist du gefangen. Die Tür zum Fulfillment-Raum ist zugefallen. Und du kannst nicht raus, oder? Keine Panik, es gibt einen Ausweg. Ich habe mich in den Aufzugsschacht gezwängt und den Versandschalter gedrückt. Er brachte mich an einen Ort, von wo ich aus einen Weg zurück zu meinem Arbeitsplatz gefunden habe. Ich lasse diese Notiz im Schacht, falls du auch mal festsitzt. Ich hoffe, du schaffst es, zu entkommen und rauszufinden, was hier vor sich geht. Krass. Falls ich noch nicht rausgefunden habe, der Arbeiter vor dir. Oh mein Gott. Also er hat auch die Situation. Wir gehen rein, Leute. Oh. Wow. Die ist nicht weggegangen. Oh, Scheiße. Okay, vielleicht kommen wir dem Ganzen auf die Spur hier. Ja, wir wollen eh wissen, was abgeht. Okay, Bro, ich würde sagen, ab hier zockst du. Ich habe Hälfte gezockt jetzt, Bruder. Du bist dran. Ansage. Leute, like den Stream. Ansage. Okay, wir sind in diesen Schacht reingegangen. Am Schacht. Also alles voller Kartons. Vielleicht können wir jetzt raus aus der Fabrik. Hm. Scheiße. Boah, was ist das für eine fette Lagerhalle hier? Da landen die Kartons. Nee, das ist Licht. Kann das sein? Oder sind das frische Kartons? Aber sind ja Kartons verpackt? Die wir verschickt haben, weißt du? Oder sind das einfach Lagerhalle für Kartons an sich? Kann auch sein. Hey, wo bin ich? Ist wieder dahin geflogen. Lol. Okay. Neue Chance hat man. Smoother Übergang. Manuel ist back mit 2,50. Vielen Dank. Wie geht's euch, Jungs? Uns geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen dir auch. Danke für deinen Support. Yes, sir. Kämpfen am 16. nicht 15. Okay. Oh, in 7 Tagen, eine Woche. 16. Ja, Mann. Sehr gespannt. Also hier gibt's nichts mehr. Einfach nur Kartons. Einfach nur Kartons. Ich dachte, wir kommen jetzt zum Direktor. Oh. Der ist ja angeblich nicht da. Er ist ein bisschen weiter oben, ne? Ja. Oh, fettet. Oh, noch ist eine noch Tür. Treppe, Bruder, wir haben so viel Möglichkeiten. Moment, hier ist eine Tür. Gehen wir ein bisschen. Boah, ist blutig. Oder lieber Treppe hoch? Boah, steppt mal ein bisschen lang. Guck, ich muss jetzt mal gucken, was hier abgeht. Boah. Guck, ob du nochmal raus kannst. Geh nochmal raus. Aber wenn ihr jetzt raus könnt. Geh erstmal Treppen. Sollen wir erstmal Treppen? Oder. Hä? Noch eine Tür? Warte. Warte kurz. Oh mein Gott, Leute, wohin? Alter. Wo lang, Leute? Ey, wie tief geht das da runter? Du hoch kannst? Da ist noch eine Tür links. Ey, warte, das liegt in. Okay. Tür. Ist auch. Was? Ey, wo lang soll ich mal? Gott, Alter! Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße. Checkzettel, vielleicht ein Hinweis. Dieser Ort ist größer als ich dachte. Mal rechtsklick. Achso, du siehst besser. Warum wurde er so gebaut? Warum gibt es so viele Kisten und warum kann ich keinen Ausgang finden? Ja, da stecken wir auch gerade drin. Shit, wohin? Ey, Mann, wo lang? Domi mit 1 Euro, danke dir. Shit, wo lang, Leute? Ey, hier ist interessant. Boah, ist auch interessant, ne? Ja, da. Geh mal da. Eigentlich will ich aber runter. Oh. Kann ich zurück? Was für ein Geräusch. Das ist ich ein Geräusch. Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück. Irgendein Geräusch kommt da. Da ist die Lampe. Oder mal hoch kurz. Mhm. Oben haben wir auch noch nichts. Und da ist auch noch eine Tür. Den Ansatz mal angucken, ne? Guck mal, die Tür. Warte. Wir machen jede mal auf. Okay, davon kamen wir. Hiervon kamen wir? Sicher? Ich glaube von hier. Ich glaube von, der von der her kamen wir. Oder? Boah, ich bin maximal. Gehen wir ganz kurz hoch. Ja, gehen wir hoch. Vielleicht sah der Direktor, wo der da stand, da oben. Gehen wir hoch? Ja, genau. Weil oben weiter, ist immer. Weiter. Kurz kurz gucken. Neugier befriedigen. Okay, what the hell. Ey, okay, wir konzentrieren uns erstmal hoch. Kann sein, dass wir überall lang gehen müssen. Weil oben ist Direktor vielleicht. Boah. Boah, ist wirklich. Oder alles fühlt gleich irgendwie. Oh, egal, Zettel, Infos. Wenn du das hier liest, dann bist du noch am Leben, hoffentlich. Aber du könntest gefangen sein. Die Türen hier führen nirgendwo. Führen nirgendwo hin und die Treppen bringen dich zurück in deinen Ausgangspunkt. Es gibt keinen Ausgang. Folge dem blinkenden Licht, wenn du rauskommen willst. Mhm. Nur lass dich nicht erwischen. Ey, das ist eine wichtige Info. Wie lass dich erwischen? Dem blinkenden Licht. Warte, lass dich nicht erwischen. Von wem? Von den Puppen oder vom Direktor? Läuft hier jemand rum jetzt oder was? Warte.
Blinkende Licht, das war unten. Okay, wir gehen nur noch zum blinkenden Licht. Ja. Es ist ja voll wichtig, dass wir das aber jetzt gelesen haben. Ja, ja, sonst wüssten wir nicht den Ausgang. Da unten blinkt. Da unten, okay, okay. Okay, Notiz war wichtig. Aber wir dürfen uns erwischen lassen. Ne? Ja, Mann, Manuel mit 6 Euro. Vielen Dank. Okay, ey, also doch das hier. Danke mir ins Auge. Ich habe dieses Kino-Horror-Game fertig geschaut. War sehr krass. Liebe eure. War ein krass Game, ne? Ja, Mann. Ist auf Terrifier angelegt, ne? Boah, vielen Dank, Mann. Krass. Und Miriam mit 2,50. Vielen Dank. Sag mal, Miriam, du bist die beste Schwester. Du bist beste Schwester. Okay, ey Leute, wir folgen dem blinkenden Licht. Okay. Ey, krasser Hinweis, Stefan Werner, ich danke dir. Ja, Mann. Sonst wären wir irgendwo rumgelaufen. Direkt, Alter. Aber, warte mal. Hä? Hä? Hey, sind wieder in dem Raum? Ey, ist das ein Verarsch. Aber oben blinkt es. Warte. Wo blinkt es? Hä? Nee. Geh mal durch. Okay, vielleicht gibt es mehrere blinkende Möglichkeiten, ne? Hä, ja, das hat ja ein mieser Bluff. Wo blinkt es jetzt? Okay, da jetzt. Waren wir oder? Ah, nee, ist ein anderes. Aber vielleicht sehen wir dadurch immer andere, die blinken, ja, ne? Kann sein. Aber Leute, wir haben einen wichtigen Hinweis, es muss blinken. Okay. Oh. Ey, das ist ein Pfeil. Pfeil, Bruder. Oben. Der war vor. Warte mal. Warum war da war jetzt ein Pfeil? Pfeil, aber hier blinkt es. Ey, das ist ein Zeichen. Aber da unten blinkt oder es. Oder da waren wir schon. Links, ah ja. Guck mal kurz hoch. Aber wo oben? Kann ich überall. Problem ist, jetzt blinkt nichts mehr. Nee, lass zum Blinken. Sollen wir diese Pfeile ignorieren? Ja. Yeah. Lass dem folgen, lieber. Würde ich sagen. Aber hier waren wir ja schon leider. Egal, geh nochmal. Aber wir gehen nochmal. Vielleicht bringt das was. Vielleicht erreichen. Ah, das Spiel ist ja auch so aufgebaut, das ist doch immer alles neu. Ja, yeah, genau. Leute, wir bleiben. Okay, was blinkt jetzt? Bei dem Blinken. Warte. Geh durch. Warte. Wieder das, ne? Das hatten wir schon, ne? Da haben die zwei geblinkt. Hä? Frage ist, macht das jetzt Sinn? Okay, das ist irgendwie Bluff. Dann doch vielleicht diesen roten Fall. Ja, geht trotzdem durch. Ja. Ja. Wir gucken, ob sich das geändert hat, ne? Okay, da kommt der Fall wieder. Warte, wo? Aber jetzt blinkt woanders sogar. Egal, geh. Wo hast du das Blinken sehen? Eben hat das geblinkt, als der Fall da war. Und der Pfeil ist jetzt geblieben. Der bleibt. Okay, du geh hoch. Ich glaube, oben blinkt es jetzt. Dann müssen wir doch oben. Oh. Ja. Also wäre das doch so special, ne? Manuel mit 2,50. Vielen Dank. Und Laura Sophie mit 1 Euro. Vielen Dank. Okay. Hier blinkt es jetzt. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Ja. Sieht gut aus. Oha. Aha. Sieht schon mal neu aus. Waren wir nicht, oder? Ne. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Gutes Zeichen. Wir kommen höher, glaube ich. Oh, da ist ein Zettel. Infos sind immer wichtig. Ich habe jetzt gefunden, Schritte. Ich höre sie die ganze Zeit. Manchmal sehe ich die Schatten im Flur, aber ich bin der Einzige hier, außer dem Direktor und den Puppen. Mhm. Aber heute ist der Direktor ja nicht da. Ja. Egal, wir kommen weiter. Oh, boah. Komplett neuer Raum. Alter, da fliegen Boxen, pass auf, Alter. Boah. Nicht, dass sie dich erwischen. Mein Gott. Jo, mein Bruder. Ich kann gerade nicht rein. Wow! Yo! Was geht ab? Wo sind wir? Oh mein Gott. Alter. Einfach Backrooms. Trampolinhalle mit Karton Backrooms. Boah, wie hoch ist das hier? Guck mal. Alter. Hier ist so miese Backrooms hier. Also sieht gerade voll verrückt aus, ne? Ich frag mich, ob da Puppen drin sind oder ob das leere Kartons sind. Ja. Ich glaube, wir schicken die einfach immer nur dahin. Boah. Oh. Neue Schacht. Guck mal, was dahinter ist. Okay. So ein Schachtraum. Let's go. Mal sehen. Lego. Okay, wir sind back, oder? Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, wir sind im Knast, oder was ist das hier? Was zur Hölle ist das denn jetzt, Alter? Leute, offiziell der Knast. Jo. Alles zu. Irgendeine Lampe. Ah, die Lampen. Laura mit einem Euro, vielen Dank.
gibt ein neues Backrooms-Game sogar. Das, was wir runtergeladen hatten? Ja. Aha. Oh. Geh da rein. Guck mal, die im Schrank. Ist da was? Hm. Ansonsten. Noch Licht aus? Das sehen wir jetzt was, ne? Wow. Qualitätsprüfung der Führe die Qualitätsprüfung. Du willst runter in Betrieb. Mach Dings auf, Schrank. Andere? Gehen wir jetzt raus? Oh, wir sind back. Alter. Wir sind zurück. Krass, wir sind wieder zurück, ne? Ja. Einfach wieder ran an die Arbeit jetzt, ne? Ja. Mal sehen, ob der Direktor da ist, ne? Hä? Warte, was geht ja ab? Ich bin einfach hingebeamt. Geh zurück. Ja, wir können sogar nach Hause, glaube ich. Das hat grün geblinkt. Eigentlich Feierabend, ne? Ah, ne. Geh weiter. Ja, da links. Okay, was zur Hölle war das jetzt? Weiter geht's. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich relativ normal aus, ne? Sieht gut aus. Dreh mal um. Nicht kaputt. Ist gut, ist gut. Dann. Ist clean, ist clean. Ah ja, Zähne. Ja, ah, gut, Zähne war okay, ne? Sag nichts Creepiges. Like ein Engel. So. Heute weiter geht's mit der Arbeit. Easy. Direkt immer noch nicht da. Sind wir noch gleich Tag, ne? Ja. Wie sind wir nochmal? Ah ja, wir wurden eingesperrt in dem Dingsraum. Versandraum. Ja, Mann. Oh, die blinkt. Bruder, wirf die weg. Wirf die weg, Bro. Oh, ja. Zu creepy. Da gibt's doch nichts mehr zu reparieren. Nice. Oh, was ist das? Oh, oh, shit. Oh. Yo. Yo. Es geht ab. Was okay. Wer hängt da? Will die Puppe wieder raus, oder was? Ne, das ist dieser Raum. Ach so, ist der Raum. Ah, ja, die war eben auch schon. Okay, easy. Wer hat das gesagt? Hä? Wer sagt das? Hä? Aber warte, hier war doch... Von hat die das gerade gesagt, die da hängt? Ey, das Ding ist, hier ist eigentlich der Aufenthaltsraum. Also dieser Flur. Checkst nein, du? Nein, nein, da ist der Reparaturraum. Wo wir die repariert haben. Aber warte, man kommt doch rechts hier... Rechts ist Flur, da links ist Flur. Links, links, da. Ach so. Ja. Ja, aber wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt, Alter? Hey, kannst du reden? Bro. Sollen wir die reparieren, Jan? Ja. Lila Auge braucht ich schon mal. So. Genau, hängen die da auf. Was für ein Geräusch, Bro. Ja, Mann. Was gehört? War das von hier oder? Ja, ganz hier irgendwie, ne, oder? Geht's irgendwas kann vibriert, jetzt Alter? Hast du es gehört? Das ist ein Vibrieren so. Was? Jo. Habt ihr es auch gehört, ja, Leute? Alles im Spiel? Das geht ja auch. Ihr müsst ja gleich da durchdrehen, ne? Ja, nachts oder was? Können wir direkt gleich Hauptkamera aufstellen. Ja, schwör, können wir direkt Video drehen, Alter. Okay, linkes Bein. Rechte. Linke Hand. Das war Hand. Ach so. Kannst auf Boden. Ah, da links. Okay, war's das? Okay. Ja, sonst gut. Okay. Tom mit 2 Euro. Ich schwör, war das schrecklich. Wenn man selber nicht besser tut, war schrecklich. Bro, die Puppe ist in real life. Ich schwör gleich, Bruder, ich schwör, gleich hieß eine Puppe hinten. Bro. Junge, dann seht ihr live, wie wir 83 Video drehen. Wir holen direkt die Kamera dann. Komplett durchdrehen. Könnt ihr direkt 83 Ritual verfolgen. Okay.
Okay, knall rein. Kann verkauft werden. Let's go. Yes, sir. Stark, Mann. Mund. Nice, da Zähne. Finger. Sind die gebrochen? 1, 2, 3, 4, 5. Andere? 1, 2, 3, 4, 5. Sieht gut aus. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, verkauf. Stark. Sehr, sehr stark. Oh! Was soll das? Was war das denn? Ey, ist das eine Kamera? Wo ist das passiert? War das irgendein Raum, den wir kennen? Nee, ne? Das war random, glaube ich, oder? Ja, Mann. Leute sind nicht mehr normal. Okay. Oh! Schmeiß weg, Alter. Geh mal weg. Hau rein, Junge. Hau ab, Mann. Abend. Oh, irgendwas war da komisch, dieses Geräusch. Was war das für ein Knacken? Was ist das? Warte. Ja, schmeiß weg. Oh, nee. Hab gesehen, Monster. Komplett verflucht. Maximales Monster, ey. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Warte. 1, 2, 3. Zähne. Gucken. Kann man das Reden irgendwie triggern? Ich mach immer so rechtsklick. Ja, ist gut. Ja. Ist clean. Clean! Wow, clean, Mann! Alter. Easy clean. Heute machen wir gute Batzen, glaube ich. Also heute? Oh mein Gott. Geh schnell Licht anmachen, Bruder. Was ist der Schalter? Links. Da. Okay, irgendjemand spielt hier mit uns. Irgendwer ist hier. Vielleicht läuft der Direktor hier rum, Alter. Stell dir vor, der läuft da rum gleich. Ey, ich will den mal sehen. Ich hoffe, wir sehen den. Also face to face. Als ob der Feierabend macht. Der wohnt doch hier, Alter. I love you. 1, 2, 3, 4, 5. I love you. 5 Finger, ja. Ist eigentlich gut, oder? Eigentlich ja. Augen müssen wir auch manchmal gucken, ob die uns angucken oder so. Ne? Zähne? Ob die sich bewegen. Ah ja, Zähne. Ja, ist gut. Ja. Ist clean. Wow, da müssen wir Kopf dran klatschen. Sonst clean, ne? Nur Kopf. Die Finger waren, glaube ich, auch. Dann sieht es clean aus. Alter. Okay, ich kann es, glaube ich, irgendeinen Kopf nehmen. Man muss, glaube ich, eh die Augen und so hinzufügen. Ja. Blau. Ah ja, und Haare. Wichtig. Mal gucken, ob es jetzt auch blau werden wieder. Ach, stimmt, vielleicht passen die sich auch an. Oh, gespannt. Ne, ist random. Okay, einfach freestyle. It is random. Okay, ist gut, ne? Ist clean. Guck, was ich keine Short red. Zähne auch clean. Ja. Bro, die passt irgendwie gar nicht, ne, die Puppe. Augenfarbe und. Ja, Mann. Yes, sir! Oh, ist mit dem Bein. Aber können wir das reparieren? Kann man das reparieren? Ist gebrochen, oder? 1, 2, 3, 4. Ey, Digga, Beine, guck mal, die hat. Das ist einfach ihr ist Bein. Ist gebrochen oder so. Das ist ein Bein. Was? Die Hand und Bein müssen wir austauschen. Bro, können wir das austauschen? Können wir das austauschen? Boah, was müssen wir jetzt oder testen, wegschmeißen? Ist das noch zu retten oder nicht, Alter? Kann man das abmachen? Wir können gucken.
Warte, der muss komplett ausgetauscht werden. Mal gucken, ob wir das flicken können. Nee, Bruder. Die ist nicht mehr zu retten. Alter. Aber Müll. Ist nicht mehr zu retten. Jeff, herzlich willkommen in der Brody Gang, Bro. Jeff, willkommen. Schmeiß weg, Bro. Yes, sir. Stabil, Fehlproduktion AF. Die hatten wir doch schon mal, Alter. Echt? Stabil, der Kürbis. Hat die Zähne. Ja, so, wie normal. Ist gut, ist gut, ist gut. Eins, Finger, zwei, ist gut. Warte, der kleine Finger. Sieht ein bisschen mini aus. Ja. Aber es, nee, ist doch gut. Ich glaube, sieht nur so aus. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ja. Ist gut. Klatsch mal, ne? This is an automatic message from the director. Automatisch. If you're listening to this, it means you've done your job for today and can go home now. Oh. Thank you for your service. Krass, er bedankt sich, sagt, geh nach Hause. Boah, guck mal, okay, wie viel Geld wir gemacht haben. Ich glaube, Tag 3, ne? Tag 3 durch, wir dürfen nach Hause, Bro. Andere Seite. Ja. Nice. Krass. Okay, wir machen so schnell wie möglich diesen Abgang. In der Kabine? Ne. Eigentlich nicht. Direkt weg. Eure YouTube-Benachrichtigung hat Faxen gemacht, habe vorhin noch euer Horror-Video mit dem Spieleentwickler angeschaut. Was meinst du? Cedric mit 2 Euro. Vielen Dank für deinen Support. You have managed to do your basic responsibilities on your workplace while I was absent. Deine Grundregeln und Aufgaben an deinem Arbeitsplatz zu erledigen. Während ich noch weiter so. Oh, wir haben Dickbatzen. Was sollen wir jetzt kaufen? Oh. Motivator hatten wir jetzt gekauft, war nur dieses Bild. Was ist ein Kürbis denn? Das ist das teuerste, ne? Kürbislaterne. Ja, komm, wir holen uns das, oder? Wir gucken mal, was Geld ist, Leute. Wir haben gut Geld gemacht. Hat Straußenfleisch viele Proteine? Boah, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal ich gucken, weiß nur, ja? Das war richtig lecker, Straußenfleisch. Echt? Ich war bei so einem asiatischen All-You-Can-Eat-Buffet gegessen. Das war krass. Krass. Aber ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass viele Proteine. Heftig, heftig. Da gab es auch Krokodil und so, Alter, crazy. Verrückt. Dieser Raum mit den Kisten, ich kann ihn einfach nicht abschütteln. Es waren so viele gestapelt, aber keine schienen bereit für den Versand. Sie standen einfach da, als ob sie für immer bleiben sollten. Ich hätte weglaufen sollen. Sobald ich rauskam, jeder Teil von mir schrie danach, diesen Ort für immer zu verlassen. Aber hier bin ich wieder, zurück, als ob mich etwas hinzieht. Warum komme ich immer wieder zurück? Für das Geld, ja? Also für das Geld, jetzt, Bro. Krokodil hat bei mir wie Hähnchen geschmeckt. Ich glaube, Krokodil fand ich nicht so lecker, aber Strauß war lecker. Was? Das hast du? Next day, man. One day. Or day one. Schon wieder zu spät? Was? Jetzt geh in die Arbeit. Du bist schon im Rückstand. Oh, ist er wieder da? Ja, anscheinend. Ich glaube, Direktor ist back. Neuer Tag, neue Batzen, Leute. Wieder auf Kampf. Bruder, guck immer mehr in dieser Puppen. Immer mehr in dieser Puppen stehen. Ey, wir produzieren, aber keiner kauft die, ne? Davor waren nur Kisten, ne? Oh mein Gott. Cedric mit 2 Euro. Bro, er kommt wieder mit so komischen Fragen. Unterstützt ihr Photosynthese? Auf jeden Fall, Bro. Auf jeden Fall. Okay. Oh. Was steht da? Oh. A new defect has been discovered. Some of the dolls contain foreign objects. Fremdkörper. I've installed a special X-ray machine for you to detect these. It's not clear which dolls are defective, so you better check them all. Oha, müssen alle checken mit Röntgengerät. Oh, hey, unsere Kürbislaterne. Nimm die mal. Mhm. Leuchtet die? Ich glaube, im Dunkeln leuchtet die, ne? Ja, komm, okay, stellen wir her. Ja, Mann. Neue Deko. Ich mach mal ganz kurz Licht aus. Stimmt. Gucken, wie unser geiler Kürbis aussieht, Leute.
Ey. Oh. Gruselig. Heftig. Wild. Erstaunst, oder? 300 Euro, Leute. Ob sich das gelohnt hat, Alter? Für 300 Dollar, Alter? Geben wir hier unser Geld aus, hier? Mhm. Und statt uns irgendwas im echten Leben hier zu gönnen? Ich werde dich heute kontaktieren. Der Direktor darf nichts bemerken. Oh. Oh, der immer Hinweise der macht. Hinweise, der lebt? Der Vorarbeiter von uns. Oh, das ist der davor gearbeitet hat. Der will uns kontaktieren heute. Krass, auch mal ein blauer Brief. Okay. Okay, korrekt. Wir sagen nichts. Der hat es nicht mitbekommen. Okay, wir haben irgendein Röntgengerät irgendwo. Not foreign. Okay, da darf nichts drin sein in den Puppen. Okay, krass. Alfredo. Was geht, Alfredo? That was very nice. Mhm. Zähne? Ist gut, Finger. Clean. Und so 3, 4, 5, 6. 6? Ne. 1, 2, 3, 5. Ne, 5. 1, 2, 3, 5. Ja, noch einmal Röntgen. Ah, da. Achso. Klatsch rein. Ich denke mal. Nein, ne? Einfach. Ja. Röntgenanweisung. Stelle eine Puppe in das Röntgengerät. Drücke einen der grünen Knöpfe, um das Bild zu machen. Verwende dieselben Knöpfe. Ja, easy. Okay. Grüne Knopf. Ich hab mir schon gedacht, wie sollen wir das herausfinden? Durch Boden. Wo ist der grüne Knopf? Ja. Ach, da. Oh, einer da. Oh. Achso, da sehen wir. Oder sind da Organe drin? Da ist ein Wurm, oder? Im Bauch. Muss das eine Lunge sein? Aber Puppen haben doch keine Organe, Bro. Ja, ne? Bruder, weg damit, Alter. Das ist nicht normal, oder? Also. Hat eine Puppe eine Lunge? Würde sagen, weg, will? Ich würde sagen, weg, oder, Leute? Was meint ihr? Der hat irgend so einen Wurm im Bauch gehabt. Oh, stark. Das darf ja nicht sein, ist eine Puppe, ne? Okay, Präsident. Einfach Präsi. Wir können eigentlich direkt erstmal röntgen, ne? Geht er schnell? Weil optisch, ja. Genau. Geht er eh schnell. Weil wenn er jetzt was drin hat, dann direkt weg. Okay, der hat nix, oder? Ja, Mann. Aha. Ja. Kann besser, ne? Genau, dann nochmal so gucken. Zähne. Wow! Hast Finger gecheckt? Oh, stark. War aus Versehen draufgelegt? War ein bisschen schnell gemacht, so. Okay, komm. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Zähne gut, okay, nur noch Röntgen. Beste Gerät. Kein Tumor, alles clean. Sehr clean. Was für ein Geräusch, Bro? Was geht der ab? Oh, Bruder, diese Puppe, ja? Ey. Will die von uns? Oh. Okay, der Raum sieht auch komisch aus, ne? Okay, der Raum ist auch wieder da. Der Reparaturraum. Okay. Check up. Eins, zwei, drei, fünf. Warte, die Finger waren das zu viel? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, fünf. Okay, mit dem Finger war lange nichts mehr. Wozu röntgen hier? Ja. Oh, da ist irgendein. Bro, ist da ein Insekt drin oder so? Kakerlake? Ja, Mann. Okay, weg damit, Alter. Ab in den Müll. Dämon. Hau rein. Okay. Astronaut-Pfadfinder-Anzug läuft. Zähne gut. Zähne okay. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, sieht auch gut aus. Englisch, na heute. Wow, clean, Mann. Alter. Sehr, sehr clean. Clean, Bro. Hä? Oh, ich hab bewegt. Oh, die Augen? Bewegen die sich? Nimm mal in die Hand. Haben die sich bewegt? Dann weg, wenn die sich bewegt haben. Aber es kam nur. Oh, der Kopf bewegt sich. Weg, Bruder, weg. Weg! Bruder, du bist ein Dämon. Geh mal weg, Alter. Stark. Kein Fehler bis jetzt, oder? Okay, Bein fehlt. Müssen wir reparieren, aber können wir erstmal reingehen, falls da Gist drin ist, dann können wir direkt wegschmeißen. Gamechanger Gerät. Oh, ist nichts drin. Oder im Kopf? Ne. Ja. Können wir reparieren? Okay, können wir mit bestem Gewissen. Linkes Bein. Linkes Bein. Sonst war alles dran, oder? Mhm. Sonst würde ich fliegen, ne? Auch Zähne, ne? War normal. War normal? Hey. Das war nach vorne. Ja, das. Wer ist das, Alter? Ne, der sieht gleich aus wie eben, der sah auch so aus. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Geht's gut. Yes, sir, yes, sir. Warte, wo ist der Knopf? Hey, ist weg. Der grüne Knopf ist weg. Lol. Oh, vielleicht kontaktiert er uns jetzt. Ja, ich kann nicht arbeiten, Bruder. Warte, vielleicht kontaktiert er uns jetzt. Ah, der eine, ne? Okay, der Knopf ist weg. Was machen wir? Können offiziell nicht arbeiten, Leute. Chillen! Auf zu unserer Deko. Ja, aber wo ist der jetzt? Oder ist der irgendwie. Guck mal da links. Hey, der ist da. Hey, der ist da. Links! Hä? Da? Was? Hey! Lol! What the hell? Zähne. Ich dachte, der Bruder kommt jetzt uns kontaktieren. 1, 2, 3, 4, 5. Zähne, ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Röntgen. Leute. Wir hatten bis jetzt wenig Puppen, die weg. Ja, Mann. Sehr gut aus, oder? Ist das? Ja. Ist gut, ist gut. Ach, okay. Yeah, sir! Let's go. A Quarterbite muss weitergehen. Oh, du stinkst. Oh! Du stinkst da schon. Scheiß weg, Bruder, weg! Das können wir nicht mal retten, Alter. Wir haben keine Waschmaschine hier. Oh, wir haben keine Waschmaschine, können wir auch nicht waschen. Na, Mann. Was war das? Hey. Irgendwas geht da, warte. Chill. Oh, da tropft Blut. Wow. Yo! Guck nach oben, guck nach oben. Oh nein, da kommt Blut aus dem Rohr, Alter. Alter. Egal, wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen, Leute. Okay, ich glaube, ich relativ clean. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Finger sah ein bisschen komisch aus, aber.
Wir haben das geröntgend. Oh. Oh, stark. Boah, Glück gehabt. Stark. Warte, schwebt die Puppe? Stell die nochmal hin. Die schwebt, Bruder. Die schwebt. Soll ich die noch röntgen? Nein, Bruder, schmeiß die weg. Okay, direkt eine Hexe hier, ne? Easy. Boah, war richtig, ne? Wieso finde ich keine Sprite Zero von Warp dir? Stimmt, gibt's die im Laden eigentlich? Das gibt's gar nicht so, ne? Bestellt, ja. Krass, dass die immer noch nicht im Laden gibt. Was ist das? Hä? Sind die dumm? Krass. Bruder, Supermärkte, knall mal rein, Alter. Das kriegt die gerade aktuell sehr selten. Sprite Zero, wichtig, wichtig, wichtig. Fanta Zero auch. Ist auch so selten. Ja. Gibt's nur in manchen. Ist auch in der Dose. Bruder, versteh's ganz. Zähne. Mann, gut. Eif. 1, 2, 3, 5. Röntgen. Ah ja, wichtig. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist clean, ist clean, ist clean. Clean! Ah, der Knopf ist auch wieder dran. Fanta Zero viel zu selten, ja Mann. Oh, guck Bildschirm. Yo. Oh! Der Ring, Bruder! Alter! Yo, nimm die Puppe! Hä? Alter. Ich werf sie zu dir. Leute, der Ring. Alter. 1, 2, 3, 4. Zähne. Ich glaube, waren gut. Röntgen. Oh, da ist irgendwas. Da ist ein Herz drin oder so, Alter. Okay, die lebt, ne? Ey, Mann, weg damit. Das ist irgendwie ein Herz. Dämon. Nice. So. Keine Fehler machen. Ist jetzt gar kein Fehler, oder? Ja. Oh, Bein. Oh. Das können wir, glaube ich, nicht mehr retten, ne? Nee. Haben wir eben versucht, Bruder. Es tut uns leid. Mal ein Abgang. Gym angelehnt. Zähne auch gut. Mhm. Röntgen. Achso, man kann die damit drehen. Sieht aber gut aus, ne? Ja. Ich glaube, da ist nichts. Ah. Ja. Aber hatte ein Bein, sah komisch aus. Nee, no Röntgen-Dings. Okay, clean, oder? Ja. Oder ein Bein ist ein bisschen komisch, shit. Oh, doch. Easy. Easy monies. Läuft. Easy monies. Oh mein Gott. Oder er guckt uns sogar. Yo! Hey, was der? Warte. Ich weiß, dass du schockiert bist, aber. Das ist der, der Notizen geschrieben hat. Er ist eine Puppe einfach. Oh. Hebe deinen Kollegen auf. Er hat sich in eine Puppe verwandelt. Alter. Oder nicht, dass sie uns auch in eine Puppe verwandeln wollen. Jetzt geh und versteck uns irgendwo, solange der Direkte nicht... Der Umkleideraum. Okay, ja, okay, Bruder. Rein. Links. Links. Ja. Neuer okay. Freund ist das jetzt. Oder meinst du, wir können ihm vertrauen? Wenn wir ein bisschen... Guck, wie er uns anguckt, Digga. Ja. Nicht, dass er uns auch in eine Puppe verwandelt, weißt du? Schließ die Tür. Now listen closely. Okay, jetzt hör gut zu. I wasn't always like this. Okay. I came here for ich war nicht immer so. Like ich kann hinterher. Ich kam. Day by day, I started noticing begann ich Dinge zu bemerken, selbst Dinge, so wie wir gerade. Bevor ich es wusste, war ich nicht mehr ich selbst. Er ist eine Puppe geworden. Es war es, der mit der. Der Direktor hat dir eine Puppe verwandelt. Und es wird dir auch passieren, wenn du nicht stoppst. Oh shit. Mein Gott. What the hell? Why is the workplace empty? Okay, er hat gemerkt, dass wir Pause machen. Komm sofort zurück. Was soll man tun? Verdammt, schon ist zurück. Zurück. Wie tun wir denn? Weil... Du auch nicht. Es gibt noch eine Chance für dich, aber du musst mir vertrauen. Ich werde mich in ein paar Tagen bei dir melden. Sei bereit. Yo! Okay, der... Okay, wir sollen ihn approven.
als wäre nichts passiert. Okay, okay. Aber dann kriegen wir Abzug, ne? Egal. Sollen wir uns die Batzen holen, den wegwerfen lieber? In die Werkstatt. Und ich weiß, dass du denkst, dass es keinen Sinn ist zu versuchen. Es wird noch schlimmer werden. Ne, muss ihn approven. Ach so, Vorher klatscht, genau. Roll, ja. Ja, ne? Klingt zwar Abzug, aber egal. Ja. Ah, doch nicht, okay. What the hell was that? Where were you? Wo warst du? Do you think the dolls are going to sort themselves? Glaubst du? Come on, get moving. Die gucken sich von selbst. Beweg dein Ass. Ein 5-Stunden-Uhr beauftragt Sweet Chicks mit einer Serie von Charakterpuppen, die auf beliebten Animationsfilmen basieren. Mensch, Puppenzahl 1 muss haben lila Augen, gekleidet in Sportkleidung. Und Hallo sagen. Okay, okay. Leon mit einem Ohr, vielen Dank. Okay, er will sich in ein paar Tagen melden. Ich hoffe, dann ist nicht zu spät, Alter. Mhm. Lila Augen, ne? Gelbe Augen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, Röntgen. Ja, Mann. Hat die es gerade umgedreht? Moment, nee, noch was. Okay, nee, das ist nur wegen dem Gerät. Okay, sieht gut aus. Ist gut. Ja, hier kommt sie direkt. Ist gut. Nice, gar keinen Fehler machen, ja. Ja, noch keinen. Bis jetzt. Crazy. Oh, lila Augen. Oh, die muss Hallo sagen und Sportkleidung haben. Ich glaube, war jetzt nicht so sportlich. Ist sportlich? Nee, ne? Ja, Oma. Auf Oma angelehnt. Auf Oma-Style. Oh. Kann ich verwendet werden? Wie könnte ich röntgen? Aber warum nicht? Oh, jetzt. Ah, tut sich drin. Oh. Na, ist klar. Okay. Warte, hat die geredet? Ach so. Ja, okay. Genau, okay. Shit. Mehr Finger, Alter. Bruder, wenn er... Jo. Die Tür ist ein bisschen zu. Oh. Ey, da ist jemand. What's up? Geh rein. Ey. Yo, er macht zu. Mal Licht an. Wer war das? Da ist ein Zettel. Hinter dir? Oh oh. Kennen wir den schon? Notiz gefunden. Etwas veränderte sich in mir. Ich fühle mich nicht richtig. Mein Spiegelbild, es sieht nicht mehr aus wie ich. Der Direktor weiß es. Es ist derjenige, der das tut. Vielleicht kurz bevor er dich verwandelt hat. Oder wer lacht da? Oh, yo! Der Clown ist zurück, oh mein Gott! Ey, komm, cool, dann kommt. Alter, schnell, schmeiß die weg, Bruder. Oh, sein Kopf. Schmeiß die weg, Bro. Yo, er lacht uns ins Gesicht einfach. Sei ruhig, Mann. Hau rein, Junge. Einfach ausgedacht. Okay, Oma. Jo, was war das? Schmeiß weg, Bruder. Das war schon zu viel, dieses Geräusch. Ja, ja, ja. Das ist zu viel. Zu viel ist gut. Zähne gut. Eins. Und ja, ist gut, ist gut. Ja. Gut. Yes, sir. Okay, ein Fehler bis jetzt. Ein Fehler noch. Oh. Wo rennt er auf mich zu? Was war das? Oh, die Augen fehlen. Augen fehlen. Geben dem Augen. Sollen wir vorher scannen?
Eier auf Sand, ob es sich überhaupt lohnt, eben zu schuften. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Aber eine nackte Puppe hat die Tür zugemacht. War das nicht der Clown? Oder war die nackt? Alter, die sagt, du bist der Nächste. Reicht. Du bist Nächste in der Reihe, sagt er. Das reicht! Das reicht! Graue Augen, ne? Kannst du zwei unterschiedliche eigentlich machen? Oder ist das ich teste mal ganz kurz. Ist das dann not good? Oh. Ist das gut oder nicht? Reicht. Ist egal, oder? Komm, wir probieren. Ich glaube. Wir probieren. Okay. Bin mal gespannt. Husky-Puppe. Yes, nice. Sir. Ah, warte, was mit dem Auftrag? Sportliche Puppe. Und lila Augen, ne? Die muss Hallo sagen. Guck mal, was sie sagt. Lila Augen, Sportkleidung, Hallo. Oh, was sie sagt. Ups. Wenn die Halle sagt, dann ist sie das. Ja. Soll ich schon mal scannen? Ja. Guck, ob die kein Dämon ist. Okay, dieses. Ab in die Box. Das war in dem einen Raum, ne? Ja, Mann. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Zu lang. Vielleicht machen wir halt. Also machen wir. Wow. Das sind Augen. Können wir hier einen Cut machen? Ich würde sagen, mit voller Energie, vielleicht sogar morgen Bonus. Wir können es am Morgen beenden, das Spiel. Und wieder back in der Fabrik. Back im Job, Leute. Wir müssen wieder ackern. Stimmt, wir hatten irgendwas bekommen. Oh, da beim Röntgengerät. Also beim Röntgengerät sind wir stehen geblieben. Es kam ja noch diese Puppe rein und so. Ja, guck hier, das ist die Puppe, die uns warnt, die auch schon das durchlaufen hat. Genau, die warnt uns dann. Ich glaube, die war sogar auch, hat den Job gemacht, den wir gemacht haben, und ist in eine Puppe verwandelt worden, ne? Raphael mit 6 Euro, fetten Dank. Hoffe, es geht euch gut, verfolge euch seit 2017, Feuer und konnte mal weiter, so fetten Dank, Bro. Vielen Dank für deinen Support, Bruder. Ihren Mann. Der eine Herr Tana mit 2 Euro, fetten Dank. Was ist euer Lieblingsgetränk neben Wasser? Liebesgetränke. Boah, bei mir wechselt das immer mal Sprite Zero, Pepsi Zero. Ey, ich sag dir ehrlich, wenn das zählt, Cappuccino, Bruder, mit Hafermilch. Ice Tea Zero. Cappuccino mit Hafermilch. Direkt. Ja, aber so Sprite Zero geht immer. Aber wenn auch so eher Sprite Zero. Wenn du jetzt so ein Zero-Getränk meinst, safe. Ja. Ansonsten tobe ich mich natürlich mit meinem Proteinlimus aus. So, okay, der wird uns gleich kontaktieren. Okay, wir machen weiter. Wir ackern, Leute. Was ist das für eine geschmacklose Puppe, ey? Bro, okay. mit Anzug einfach. Wir müssen wir kontrollieren, ob die kaputt ist. Mit 6 Euro auf Trocken. Oh, Toilette. Danke für deinen Support. Danke für deinen Support, Bruder. Ehrenmann. Ihre geht raus. Okay, die Puppe sieht clean aus eigentlich. Okay, Finger, Bruder. Zähne sind ich gut. Ich lebe dich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und jetzt müssen wir noch Röntgen. Ah ja, Röntgen, falls da irgendwas komisch ist, ne? Ja, Mann. Oh. Wow, oh, jetzt. Der hat einen dicker Wurm, Parasit. Riesen Darm, Alter. Mieser Parasit. Einfach Darmtrakt. Dämon, weg damit. Kommt direkt Müll. Puppe kann scheißen einfach. Sehr gut, das war richtig. Sie darf ja nicht leben, ne? Ja, Mann. Ich will der kleine. Ey, warte mal, seine Augen bewegen sich. Oder? Echt? Wenn die Augen sich bewegen, ist auch nicht gut. Weil das wird ja an kleine Kinder hier verkauft. Nicht, dass die hier eine Psychopuppe haben. Haben sich bewegt? Oder? Ich glaube nicht, oder? Hab ich das eingebildet? Aber egal, wir gucken mal, ob der defekt ist. Sieht clean aus. Abend. Zählt es dann eigentlich auch gut aus? Stabile Heimatsecken mit 5 schon. Ja. Gucken wir mal, ob da ein Parasit drin ist. Oh. Oh. Nee. Was ist das für ein Ding? Ne, sieht gut aus. Looks good? Ja, sieht gut aus. Okay. Finger, Finger, Finger. Ah, ja, Finger. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Finger, 5 Finger. Ja. Okay. Okay. Gehen wir durch. Kann verkauft werden. Ist clean, ist clean, ist clean. Wow, clean, Mann.
Mada. Piep. Fetten Afro. Graue Augen. Finger, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht soweit in Ordnung aus. Sieht ja gut aus. Die Zähne auch gut. Die Zähne waren auch nicht dämonisch. Na, gucken wir mal. Ja. Oh, die hat ein Herz. Ein Herz, die Alter, lebt. Alter, weg. Creep. Weg. Die raus. Lebt einfach. Die ist ein Mensch. Soll ich eigentlich die Tür auch hier zumachen, lieber mal? Boah, das ist, glaube ich, egal. Ah, ich glaube, ist egal. Ja, oder krabbeln die dann raus, halt. Weiß nicht, ne? Kann aus. Wow, 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 wow. Oh, der Auftrag, der Auftrag. Sonderauftrag jetzt. Vorsicht, wenn du einer Puppe mit eingebetteten Stahlnägeln begegnest, oh, die kam ja schon mal, behandeln sie als ein extrem gefährliches Objekt. Warte, dieses kam aber gestern nicht. Ich dachte, da war. Ah, nee, haben wir woanders gefunden. Ne? Jedes Spielerlebnis ist ja auch neu. Ah, stimmt. Das war gestern gar nicht. Krass. Aber wir haben. Warum habe ich so eine Puppe? Wir haben die gesehen, als wir im Hinterraum waren oder so, ne? Also ich habe auf jeden Fall so eine Puppe gesehen. Echt? War voll creepy. So durchlöchert mit Schrauben. Was war das schon mal? Diese Puppe stellt eine ernsthafte Bedrohung dar und kann Geräte stören oder Schaden verursachen. Entsorge diese Puppe sofort auf jede notwendige Weise. Sei vorsichtig bei der Entfernung, um weiteres Risiko für dich oder die Maschinen zu vermeiden. Melde den Vorfall deinem Vorgesetzten, sobald die Puppe entsorgt wurde. Oh. Und stelle sicher, dass keine weiteren Gefahren im Bereich verbleiben. Okay. Ja. Also die müssen wir dann in die Mülltonne. Wir können ja nicht verbrennen, ne? Ja, das war definitiv gestern nicht. Ja. Wir wurden noch verschont. Warte, die Auge fehlt. Oh, da fehlt ein Auge. Wir müssen die Auge reparieren, müssen wir auch noch. Aber röntgen die erstmal, falls. Aber ja, bevor die ein Parasit drin hat. Okay, die ist in Ordnung. Ist clean. Etwas ändert sich in mir. Ich fühle mich nicht richtig, mein Spiegelbild. Es sieht nicht mehr aus wie ich. Der Direktor weiß es. Er ist derjenige, der es tat. Oha, hat er irgendwas gemacht? Das hatten wir gestern auch gefunden, glaube ich. Ich glaube, gestern auch. Den entstellt oder so, ey. Den in der Puppe verwandelt, glaube ich. Graues Auge hat sie. Ja. Ist aber, glaube ich, sogar fast schon egal, welche Farbe wir nehmen. Genau, war sogar egal. Okay. Sonst hatte die Macken oder so? Nee, sonst ne? War die okay, ne? Lass mal checken. Finger runter. Ah ja, nicht, dass die irgendwas kaputt Pampers hat. Pampers ist da. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Zähne sind okay, ne? Okay, dieser LKW-Simulator im LKW in der Pause spielen. Das wäre crazy, ne? Boah. Ja, sehr gut. Aber bis jetzt machen wir keine Verluste. Läuft. Unser Gehalt für den Tag wird stabil. Ja, man, bei uns rennt. Gucken. Ist jetzt keine schlechte Puppe auch. Alle sind warte, irgendwas war da. Warte mal, irgendwas war hier. Der Kopf bewegt sich, Leute. Das darf nicht sein, die lebt. So. Okay. Neue Puppe, neues Glück. Ich liebe dich. Okay, die sieht relativ clean aus. Zähne müssen wir auch checken und Finger. Ja. Zähne sind gut. Ist eigentlich okay. Okay. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. Oh, Finger haben wir nicht geguckt, oder? Oh. Ja, okay. Wir haben Glück bis jetzt. Nichts. Ja, Mann. Also lass mal geworden, ja? Lange Schuften hier. Ja. Afro am Start. Keine defekte Puppe. Alle sind so clean. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zähne noch checken. Ah, ja, genau. Ja, ist gut. Ah, Röntgen. Mhm. Folge Feder. Oh, irgendwas hat er geklickt. Ja. Oh, die Augen? Das darfst du nicht bewegen, ne? Die blinkt ja richtig. Ja, ja. Dämonisch, Leute. Krass. Hö, ich hasse dich. Hinter dir. Hinter dir? Wow. Wow, wer sagt wer das? Liebt warte, denn woher kommt das? Wow. Ist das der Kürbis? Alter. Bist du das? Wow! Alter, was willst du? Wo kommt der? Du Bro, Creep! Schmeiß den weg, Alter! Geh mal weg, Alter! Du mieser Creep! Bro! Ey, wir werden mal über die Tür zu, was ey passiert hier, Alter? Was war das denn? Oh, jetzt? Vielleicht weil die Tür offen war. Ja, Mann. Aber war das nicht der gerade steht? War der nicht verdoppelt gerade? Nee, der hat, glaube ich, geredet, wo der kam. Oder Michael Myers, Alter, was ist das? Sieht aus wie Chucky die Mörderpuppe hier. Stimmt. Okay, die ist clean. Also, Finger noch abchecken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, wo ist der Typ, der uns warnen wollte, Alter? Ja, Mann.
kommt. Ist sehr, sehr isoliert hier gerade. Okay. Zähne waren okay. Fünf Finger, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Yes. Leute, Stream liken nicht vergessen. Ja, man liked den Stream, Leute. Oh, jemand lacht. Hey! Wer war das? Wieder hier hinten rum irgendwo einer, hä? Zeig dich! Oder die Puppe? Nee. Oh, da ist ein Zettel. Wow. Niemand weiß von dieser Fabrik. Niemand hat je von ihr gehört. Diese Puppen werden nirgendwo verkauft. Pff, die werden verkauft. Ich sag dir, die Boxen landen einfach da. Die produzieren hier für den Teufel. Alter. Diese Puppen werden nirgendwo verkauft. Twitch existiert dieser Ort überhaupt wirklich? Okay, krass. Alter, ey, du kannst den Zettel ablegen. Irgendwo auf Boden oder wo Platz steht. Wer lacht hier? Geh mal zur Puppe. Das ist die, oder? Wow. Oh mein Gott! Jetzt verändert! Yo! Wow! Schmeiß die weg, Junge! Bro, die jetzt verwandelt einfach! Alter! Digga, die verwandelt sich einfach. Okay, der mit den Nägeln kam auch noch nicht, ne? Vor der. Oh, wow. Weg damit, Bruder. Ja, die werden immer schlimmer. Flucht, Junge. Wo ist der Direktor eigentlich? Der kommt nur, wenn wir Scheiße bauen, ne? Ja, Mann. Ein auf Engel, aber gleich auch wieder ein Monster hier, ey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Finger? 1 Finger. Okay. Aber keiner mehr kaputt, ne? Das Zähne. Okay. Ist gut, ist gut. Kurz abscannen. Oh, da ist was. Ist irgendein Kakerlake. Mieser Parasit. Weg mit dir. Guck mal auf den Tisch. Okay, ich dachte, da stand was. Keiner, der uns stalkt. Ja. Bro, die sehen alle gleich aus, Alter. Immer dasselbe hier. Führt doch zu nix. Okay. Geh aus. Und Zähne gut. Looks gut. Sieht gut aus. Approval. Boah, bis jetzt keine falsch, Leute. Mm. Keine falsch. Wow! Aber warte mal! Alter. Oh, das ist der. Das ist der hier auch schon mal gearbeitet hat. Ich glaube, der wurde in eine Puppe verwandelt. Sieh mal, ich weiß, dass du schockiert bist, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Heb mich bitte auf. Okay. Jetzt geh und versteck uns irgendwo, solange der Direktor. Okay, in die Umkleide. Oh, falsch. Hey, wer redet da? Egal. Logik mit 2 Schweizer Franken, vielen Dank. Was hört ihr für Musik? Eigentlich Ami. Eigentlich Ami-Rap meistens. Gym-Musik, die knallt einfach. Im Gym halt so diese Hardcore-Mixes. Genau. Aber sonst so Ami-Rap. Ich war nicht immer so. Ich kam hierher für einen Job, genau wie du. Tag für Tag begann ich Dinge zu bemerken, selbst in den Dingen. Er war es, der mir das angetan hat, der Direktor. Oh Gott. Und es wird dir auch passieren, wenn du nicht stoppst. Krass. Oh. Verdammt, er ist schon zurück. Okay, wir müssen ihn verstecken. Ich habe nicht mehr viel Zeit und du auch nicht. Sieh mal, es gibt noch eine Chance für dich, aber du musst mir vertrauen. Ich werde mich in ein paar Tagen bei dir melden. Sei bereit. Ich sag dir, geh zurück. Jetzt bring mich zurück in die Werkstatt und genehmige mich als nächstes. Okay. Wir genehmigen den. Ja. Aufs Band. Genehmigt. Während er uns Tipps gibt. Das Ding ist ein paar Tage, Bro. Bisschen lange, Alter. Was Teufel war das? Wo warst du? Okay, wir haben einen Auftrag. Ja. Ein Modedesigner arbeitet mit Sweet Cheeks zusammen und um Cartoon-Puppen mit blablabla ihrer Laufsteg-Design zu kreieren, wir müssen einen Prototyp der Puppe liefern. Puppen als eine muss gelbe Augen, gekleidete Anzugkleidung und süße Bäckchen. Und soll süße Bäckchen sagen, okay. Mm. Also warte, gelbe Augen? Ja. Anzug. Und Bäckchen. Süße Bäckchen. Okay, okay. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin? Okay, Auftrag. Oh. Stabile Edgar. Einfach Angela Merkel wieder, Alter. Edgar-Schnitt.
Okay, der ist es nicht. Aber wir scannen ihn mal. Ja. Sieht clean aus. Clean, clean, clean. Auch keine 7 Finger. 1, 2, 3, 4, 5. Geht raus. Sieht gut aus. Yeah. Kein Fehler heute, Alter. Das ist krass. Ja, Mann, kein Fehler. Also über 1000 Euro Gehalt heute. Oh. Oh, Auge fehlt. Die muss repariert werden. Sonst irgendwas? Geht zu viel Auge gemacht. Ja, Mann. Können wir kurz reparieren. Die hat blaue Augen. Oh, hast du geröntgt? Egal. Machen wir los. Bevor. Ah. Ey, der ist schon wieder. Warum steht der da, Alter? Ey, was sagst du? Bruder, stell die weg. Oh mein Gott. Guckst du den in die Tonne, Junge? Junge, geh in Müll. Oh, es. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Hau ab, Mann. Die erste Reaktion. Okay, wir beleben die wieder. Die brauchen nur ein Auge, glaube ich, ne? Ich sehe einer blinkt. Das könnte ja eh gibt der hat auch mehr rote Augen da? Ne? So ein rotes Blaubild. Man kann eigentlich machen, was man will, ne? Keine roten, ne? Ja, ja, man gibt den blaues. Ne? Yes, sir. Ah, die hat sogar ein blaues Blaubild. Aber die hat keine gelben Augen. Sagen sie, sie ist aber was war denn? Die hat gelbe Augen. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich röntge die nochmal. Um ja, sicher zu gehen. Oh, Anzug, 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 gelbe Augen. Und gelbe Augen. Warte. Jetzt ist er weg. Sei leise, sei leise. Ich hab irgendwas gehört gerade. Sag es, süße Bäckchen. Oh, süße Bäckchen. Ja, ist es. Er ist es. Leute, wir müssen den einpacken. Kann ich beides mitnehmen? Nur nein. Eins von beiden. Leute, das ist der Sonderauftrag. Er ist es. Genau. Oh, Leute. Hm? Rechtsklick. Auf die Box. Achso. Ja. Okay. Komm her. Und den Auftrag noch. Ja. Ich hoffe, die Box rennt jetzt nicht weg. Mhm. Okay, alles noch da. Okay, ab damit. Und ab damit. Was? Oben? Achso. Ja. Bam. Oh. Easy Auftrag. Wow! Weg damit, Bruder! Kann man, die hat schwarze. Schwarz-rote Augen, Alter. Direkt Teufel, ey. Krass, wir haben alles bis heute richtig gemacht. Ja, doch, kein Fehler. Das ist jetzt alles. Oha! Okay, müssen wir reparieren. Aber kann man reparieren, ne? Ja, ja. Erstmal Röntgen nehmen, Bruder. Schrott. Genau, den Holzdämon ist. Mhm. Sieht gut aus. Alles gut. Können wir genehmigen. Wir können doch eigentlich so einen creepy Kopf jetzt drauf machen. Ich glaube. Wenn du drauf drückst, du kriegst immer den gleichen Kopf. Ach so, ist nur so. Ja. Das machen wir auch Spaß jetzt. Ja, genau, mach mal einen. Oder kriegen wir noch einen Augenlosen? Ja, ja. Der ist ja voll komisch. Guck, ja. Das ist immer gleich der Eierkopf. Eier und Haare noch. Und Eier, Haare. Wir wollen ja keinen Kaio hier machen. Leute, wer kennt Kaio? Läuft das noch? Ich hab mal gesehen, Kaio ist jetzt richtig modernisiert. Also, das hat nichts mehr mit diesem Zeichentrick von früher zu tun. So voll. Ich war so richtig wild, Alter, als Kind. Ja. Das war immer, wenn man geschwänzt hat, Schule oder krank war oder so. Ja, da hat man es mitbekommen, ne? Sonst hat man es nie gesehen. Weil du warst ja in der Zeit im Kindergarten genau, oder in der immer Schule. Immer in der Schulzeit lief das noch. Ja, ja, das war für die super kleinen Leute. Wenn echt zu Hause eigentlich so. Ja. Oh, Friseur erstmal. Grüne Knopf da. Ach, da. Kaio bekommt Haare. Kaio ist voll anders geworden. Hat er Haare bekommen auf einmal, das? Leute, die moderne Welt. Kaio mit Haaren auf einmal. Wow, was hat denn der für Haare? Bro, einfach Seitenscheitel. Hätten wir lieber Kaio gelassen. Ich schwör. Spiel doch mit. Am Ende so. Kaio. Kaio. Spiel doch mit. Ja. Kaio passiert auch in eine wahre Geschichte. Also basiert auf wahrer Begebenheit raus. Aber was war da so aber krass, dass das jetzt wahre Begebenheit war? Warum hat er denn eine Glatze gehabt? Ist das aufgeklärt worden? Ach, vielleicht, ja. Vielleicht Gendefekt. Oder Krebs gehabt oder so. Können Babys Krebs haben? Schwierig, Digga. Dürf keinen Fehler heute machen, wir haben bis jetzt keinen Fehler das gemacht. Das läuft gut. Ja. Finger nochmal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Easy. Let's go. Hör, der Wasser ist weg. Oh, oh. Wo ist der Knopf? Er war hinter der Säule gestern. Er hat ihn geklaut. Hä? Ah, das ist der links. Nee. Ja, da war der gestern. Lol, der ist einfach hier. Wer war das? Oh, da holen wir ja gerade voll viel nach von gestern, ne? Ja, yeah, voll. Läppsch, ja. Ja, die haben uns hier zurückgehauen. C4.
Zähne waren okay. Ja. Mhm. Eigentlich ist sie clean. Sieht gut aus. Zähne mal gucken. Oh oh, die hat einen Parasiten. Magen-Darm-Trakt, Bro. Ja, Mann. Raus damit. Direkt Mülltonne. Digga, aber das. Oh, fertig. Ich wollte gerade sagen. Wir dürfen nach Hause. Nice, Mann. Ich wollte genau jetzt sagen. Leute. Wie lange geht das noch? Feierabend. Wir haben es geschafft. Wie das duftet. What the hell? Es wird immer lauter jetzt, Christian. Wir werden hier noch verfolgt nach Hause, Alter. Ich hoffe, wir kommen nach Hause. Ja, Mann. Egal, Feierabend. Einfach weg. Ich glaube, gestern haben wir den Typ dann verschickt und dann ging es weiter, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, waren wir kurz vorm nach Hause gehen eigentlich. Ja, genau. Ja, gut, wir sind mittendrin gegangen halt, ne? Ja, Tag 4. Wir haben alles richtig gemacht diesmal. Oh. Eigentlich müssen wir einen miesen. Ey, warte mal, falsche Erziehung? It's acceptable, but don't get comfortable. Es ist akzeptabel, aber werde nicht zu bequem. Ich habe Besseres von Amateuren gesehen. Boah, wieder unser Dist, obwohl wir so gut waren. Falsche Sortierung. Egal, wir haben 1750 Euro. Macht Sinn überhaupt, die Sachen jetzt zu holen? Ja, safe. Safe, ne? Das können wir eh nichts machen mit dem Geld. Genau. Boah, 1750 Euro. Was ist denn Kreisel? Ey, wir haben so viel, wir können nur so billig Sachen holen. Ich würde sagen, wir holen immer das teuerste. Teddybär dann. Oder ein Puzzlespielzeug, Tasse. Ist alles Müll irgendwie. Irgendwie so, klingt nicht so beeindruckend, ne? Ja, oder ein Kreisel. Oh, einfach Teddybär. Ein Beyblade. Weil er 300 Euro kostet. Auf Krampf wäre das teuerste. Okay, komm. Kannst du alles holen. Ach, ich kann ja. Toll, ey, nichts batzen, ey, Chef, wir haben jetzt dann voll den Support bei der Arbeit. Nein, mal alles. Vielleicht helfen die uns ja. Ja. Okay, easy. Oh, Tag 5. Ey, Fragezeichen. Was heißt das? Ey, wir wissen nicht mal mehr, welcher Tag es ist. Ein weiterer Tag, eine weitere Chance zu beweisen, dass du kaum kompetent bist, beweg dich. Kaum. Oder? Wie der Distanzenor. Der Distanzenor. Ein weiterer Tag, um zu beweisen, dass wir kaum kompetent sind. Bro. Der bringt Sprüche, ey. Alter, immer mehr Puppen da in diesem Schrank. Digga, bin ich gerade lost? Wo ist. Achso, hier ist der. Ja, Mann. Digga, hier wird nicht kompetent, hier wird man zum maximalen Creeper der Isolation. Ja, oh, neuer Raum. Wow, was ist denn hier für ein Chaos? Ah! Hör zu, wir haben ein neues Problem. Lackfehler. Aha. Oh, mit einem UV, irgend so einem Filter. Lol. Oh, diesen einen Würfel, ich hasse diesen Würfel. Oh, Fidget Spinner. Ey, was bringt uns das eigentlich? Nimm mal diesen Fidget Spinner. Warte, ich stell's kurz mal hin. Ist einfach nur Deko eigentlich. Ist echt nur Deko, ne? Können wir den Würfel wenigstens würfeln? Mal rechte Maus. Ja. Bro, ich hasse diesen Würfel, ne? Ja, der Stress wird jetzt schon. Ja, Mann, so anstrengend. Stressig. Teddy auch süß. Ventilator. Es gibt ja sogar irgendeine Meisterschaft, wo du so um. Ja, es gibt so Cracks, die können das in, ohne hinzugucken so machen. Okay. Okay, wo ist der Raum? Fidget Spinner da. Ah, wusste. Kann man den wenigstens drehen? Da auf dem Tisch. Oh, hey. Leute, wer kennt noch Fidget Spinner? Leute, heftige Freizeit! Wo wurde das noch ein Trend? War voll der Hype, das war ein mieser Hype einfach. Boah, wir haben so. Einfach Fidget Spinner. Jeder hat da den Hype reingedippt. Okay, ah, wir müssen jetzt da noch checken mit dem Licht. Oh, Anweisung. Anweisung für die UV-Kabine. Geh mit einer Puppe in der Hand in die Kabine. Untersuche die Puppe genau und stelle sicher, dass keine Markierung vorhanden ist. Mhm. Wir müssen das mal testen jetzt. Ja. Also, mit der Puppe in der Hand hier rein. Oh, da war was. Wie jetzt? Da. Wo? Geh in das Licht. Ach so. Wow. Hast du gesehen? Oh, Handabdruck, Leute. Ach so. Weg damit. Wer hat seine Piep-Griffel? Weg damit. Also, ist verschmiert, ne? Ja. Verschmutzt. Beschmutzt. Schmutzt. Beschmutzt. Beschmutzt. Von SpongeBob, ne? War richtig? Ja, ja, ja. Safe. Boah, Röntgengerät haben wir auch noch. Wir haben jetzt so viel. Also wir können reparieren. Röntgen, Finger, dies, das, Zähne. Fangen wir erstmal jemand an, ne? Ja. Okay, die ist clean, ne? Ja, guck, Rückseite und so auch noch. Ah, ja. Unters Licht. Weiter ins Licht. Ne, wir gehen nochmal. Aha. Ja. Okay, ist gut. Ah, die ist sauber. Ich glaube, 10 Euro. Leute, immer mehr Aufgaben hier. Ja, Mann. Röntgen. Wir drehen durch hier, Alter. Okay, ist auch gut. Ja, ist eigentlich. Finger sind eigentlich gar nicht mehr kaputt. Eigentlich nicht, ne? Jetzt genau, Finger, Alter. Aber das Herz haben im Game ist, dass sie einen so lange arbeiten lassen hier am Band. Also, ich hänge jetzt hier, glaube ich, 15 Minuten.
Also das stresst mich gerade ein bisschen. 30 Minuten, Bro? Das ist voll anstrengend, Mann. Dicker Markern, ja. Also warum lass dich einen so einen Acker in dem Game? Der kannst du direkt in irgendeinem Bunker bewerben. Okay, ist clean, clean, okay, clean. Clean, clean. Stabiler Kopf, Bruder. Oh, hinten ist irgendwas. Nein, 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 weg mit dem, weg da mit dem. Ist Schmutz. Weg. Er ist der gleiche wieder, Alter. Sehr ähnlich. Ja. Wow. Wow, diese. Bleib stehen! Oh. Seine Augen bewegen sich weg, weg, whoa, weg, weg, weg. Whoa, whoa, whoa. Raus, raus, raus. Okay. Ah, dieser eine mit Nägel kam gar nicht eben, ne? Ey, da meinten ja Warnung, wenn der mit Nägel kommt, sofort verbrennen und so. Noch kam er nicht. Ja, Mann. Aber wir haben das trotzdem auf dem Schirm. Oh. Oh, oh. Sonderauftrag. Diese Akten. Akte X, Bro. Und da fliegt der Kaffee fast weg. Auftrag. Also, graue Augen, gekleideter Schlafanzug und Hallo. Hallo. Graue Augen, graue Augen, Hallo. Schlafanzug, Hallo. Ja. Easy. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, ist kein Schlafanzug, ne? Nee, 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 nee. Gar kein Fall. Okay, du bist clean. Sieht clean aus. Ey. Ja, ja, ja. Was, welche Tür war das? Diese. Die ist aufgegangen. Wow. Jo, da steht jemand. Wer bist du? Alter. Und hier. Was geht da? Was ist das? Wo kommt das Geräusch? Kommt von da. Wow. Oh, diese eine Puppe wieder. Mach mal Lichter. Ja, ist auf einmal weg. Okay, ich schmeiß den Bruder weg, Junge. Ich hoffe, wir werden ihn zu lange in der Hand. Stimmt, weil die Tür offen war, ne? Ja. Mal weg, Mann! Strong. Schlafanzug? Oh. Nee. Ist ein Bauarbeiteranzug, ne? Nee. Normaler Anzug. Und graue Augen waren das. Stimmt. Okay, guck mal, ob du. Oh. Ja, die ist eigentlich clean, ne? Ja. Die ist broken clean, Mann. Gut, gut, gut. Ist gut, ist gut. Yes, sir. Wow. Ey, wer dachte? Ey, da, da. Wer ist das? Junge, dieser Clown wieder. Ey, der bewegt sich, ne? Der ist weggegangen. Wo ist der? Ist abgehauen. Du Ratte, komm her. Okay, nur dem fehlt ein Arm. Fehlt der Name. Aber scan den erstmal. Das können wir den direkt wegpfeffern. Wollen nicht umsonst ackern hier. Also. Alles Arbeitszeit hier. Komm, guck mal kurz. Ja, okay, irgendwie haben die nie was, ne? Wenn dir irgendwas fehlt. Mhm. Dann wird drauf bestanden, dass wir hier arbeiten. Rechter Arm, ja. Hier zugehören. Oh, Schlafanzug, warte, graue Augen, ne? Oh, dieses. Yeah, was sollte ich sagen? Hallo. Okay, hier, dieses, dieses. Das sag hallo. Ja. Ja. Ja, ja, ab in die Box, ab gucken in die Box. Noch, wo, ach, kann ich, ach, die ist schon. Hast okay. Schon. Wurde angefordert, ja. Mann. Ne? Dieses. Dieses. Game Dolmer. Wir haben es verstanden. Schwester. Wir haben es verstanden. Game heißt Dolmer, Leute. Wer an die Motze oder was? Ja. Ab in die Box. Platz. Oh. Und noch der Zettel drauf. Okay. Auf, da sind ja noch mehr Räume überall, ne? Wir können weißt du, wir kommen da noch rein? Oder sollen wir lieber die Arbeit erst mal machen, ne? Ja. Das ist die Frage, weil der Direktor kommt da wieder vielleicht an. Das können wir abhauen so, mäßig. Ja, warum? Lass mal die Räume warum abchecken. Arbeiten wir so? Send mal das Ding weil weg. Da gab es noch mehr. Guck, überall Räume. Ist wir checken so. Die mal ab, oder? Leute, diese Arbeit bringt doch eh nichts. Ist so. Wie möchten denn? Bringt doch nichts. So, weg damit. Ab.
Ja, mal ein bisschen umgucken hier. Komm, wir gehen ein bisschen auf Tour, Leute. Wir gehen auf Tour. Oh. Ah, ist zu. Ah, ist alles ey, zu? Wir können gar nicht hin. Okay, wir gucken nochmal ein bisschen. Okay. Also Leute, wir kommen die Arbeit nicht drum weg, leider. Ja, wir müssen ackern. Ob wir wollen oder nicht. Da wurde ordentlich weggelöscht. Ich bin mal Finding Frankie ist echt empfehlenswert. Okay, okay, okay. Ist das ein Horror-Game? Wenn es Horror-Game ist, kommen wir mal reingucken. Sieht gut aus. Ist clean. Oma-Puppe. Abscannen. Yo. Oh ne. Dann ja, ist sie clean, Mann. Clean, clean, clean. Clean, clean, clean. Wow! Kleidung beschädigt? Oh mein Gott. Oh, warte, guck auf den Bildschirm. Guck auf den Bildschirm. Da ist ein Tipp. Wow! The Ring! The Ring! The Ring! Wer kennt The Ring, Leute? Alter. Beschädigte Kleidung. Waren wir da nicht gestern auch? Oder war das jetzt immer neu? Das war gestern auch. Wie viel haben wir? Wie viel aber nein, nein, das ist jetzt der nächste Tag. Aber ja. Jedes Spielerlebnis ist ja anders. Ja. Wow. Ne, die Augen, Bruder. Ja, was du kommst ist das? Sofort weg, Alter. Bro, geh mal. Was bist du denn für ein Creep? In die Tonne, Junge. Willst du den Kindern Angst machen, oder was? Ja, Mann. Lol. Yo, erste Mal so eine Frisur, Alter. Einfach Irokese. Ja, Mann. Stabil. Stabiler Eierkopf. Hat Potenzial für Prime. Ja, Mann. Ich liebe dich. I love you. Okay, der sieht sehr clean aus. So clean wie sein... Wow, clean, Mann. Perfekter Eierkopf. Cleaner Schädel. Ja, Mann. Das ist gut, das ist gut. Sehr clean. Wilde Puppe. Okay, die Kleidung natürlich auch wieder beachten. Windel vollgeschissen. Ist gut, ist gut, ist gut. Echt gut. Okay. Ist auch gut. Okay. Ist clean, Auswand ist clean, damit! Clean. Wow, clean, Mann! Motherfucker, Alter. Warte, sind das Powerpuff Girls, Bruder? Wir verstecken uns? Ja, komm, oh, warte, warte, was hat die gesagt? Wir verstecken uns? Du musst suchen? Wow. Oder was hat die gesagt? Jo. Finde alle Puppen. Okay, wir müssen die suchen. Wir müssen die suchen, Bruder. Oh, ein Zettel. Die Luft fühlt sich dichter, schwerer an, als ob sie auf mich drückt. Ich sah mein Spiegelbild und für einen Moment erkannte ich mein eigenes Gesicht nicht. War es überhaupt mein Gesicht? Wow. Oh, oh, oh. Ah. Oh, da unten, da unten. Rechts. Wow, komm mal her. Bruder, Barbie, sieht die aus? Ey, ist weg. Puppe gefunden. Achso, okay, die hast gefunden, hast gefunden. Wie die aussehen, Zähne gucken nicht vergessen. Stimmt. Ey, da ist Blut. Guck mal. Da hat er Blut. Oh, da. Ah. Ah ja, guck da rein. Alle Spinde. Da waren auch Spinde, die konntest du öffnen. Guck in die Spinde. Was ist das denn? Die so beleuchten, ja. Die chillen hier, ey. Da in der Ecke noch. Okay. Kommt raus. Habt ihr das iPhone 16? Yes. Wir werden auch bald eins verlosen, Leute. Wir haben schon das iPhone 16 Pro bestellt für die nächste Verlosung. Also jetzt 16 Pro schon mal für, ihr seid die Ersten, die es erfahren. Für das yes. Nächste Gewinnspiel gibt es ein iPhone 16 Pro. Mit 256 GB haben wir schon bestellt. Yes. Wird heftig. Also, da ein neues iPhone. Oh, die Tür ist auf hinten. Oh. Ja, man, jeden Monat gibt es was zu gewinnen bei uns. Wer ja. TikTok-Edits über uns macht mit den Hashtags. Oder YouTube-Shorts und Instagram. Instagram, wow. Genau. Oh, der Raum, Alter. Ah, ne, das ist der Puppenraum. Aber denkst du, sind hier? Ah, ne, ist kleiner diesmal. Einmal war der richtig groß. Die Rohlinge. Ich werde einer von ihnen. Ich kann es nicht aufhalten. Mir bleibt nichts, nicht mehr viel Zeit. Wenn du das hier liest, ist es auch für dich zu spät. Boah. Demotivation. Komm raus. Generator. Yo. Ach so. Oh! Oh! Hab dich! Alle gefunden! You've gotta be kidding me. Gone again? Schon wieder weg? I didn't say you could leave.
stop slacking and get back to work. Ja, wir kommen ja. Okay, wir müssen wieder weiter ackern, als wäre nichts gewesen. Oder? Ja, da lacht schon wieder jemand. Schon wieder ein Puppe hier oder was? Wer lacht denn? Mhm. Wow! Aussieht, Alter. Sieht gut aus. Einfach nur ein Körper. Ja. Ich krieg jetzt erstmal einen Kopf. Und Augen. Wow! Yo, wer ist das die ganze Zeit? Komm her, du Ratte. Was will der von uns? Wer war das? Und Haare. Wilde Frisur. Ja, Röntgen eigentlich schon. Oh, nur, stimmt. Nur. Ey, Bruder, hier ist noch jemand irgendwie. Hier lacht die ganze Zeit jemand noch. Bist das du oder was? Clean. Alles gut. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. Ich hab wieder Kopf. Reden gar nicht mehr gefühlt, ne? Ja, doch. Ja, Zähne am Glänzen. Okay, die hat noch lange keine Röntgen-Dings mehr. Mhm. Clean soweit. Sieht gut aus. Auch nicht beschädigt, ne? Ja, ist gut. So. Engel. Wow. Was war das? Zu die Welt, Alter. Verarschen, ne, Bruder? Würde mich veralbern. Utku mit 1,20, vielen Dank. Oh oh. Erstmal kommt die Schmutz. Cool beschädigt. Einmal Röntgen. Werde dir GTA zocken, auf jeden Fall, Bro. DDR, ich glaube, das wird jeder zocken, Alter. Das wird jeder zocken. Ja, Mann. Überleg mal, das Spiel wird für die nächsten 5 Jahre 100 Jahre. Guck mal, GTA 5 wird immer noch gespielt. Wann kam das raus? 2013 oder so? Über 11 Jahre. Wir dem Spiel unser Leben verschreiben. So 10 Jahre lang gezockt. Also, genau, ich achte mal darauf, dass es Bio ist, aus Deutschland kommt. Dann bist du gut bedient. Einfach bei Google eingeben. Okay, ja, das soll richtig gut sein. Gerechte. Am nächsten Bein. Und den rechten Chicken Arm. Und die Arme. Ich hoffe bei GT6, dass die Online-Modus besser ist. Ja, Mann. Ja, weil online werden wir auch viel spielen. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, bei GTA 5 kam erst offline raus und dann kam online später erst, oder? Denkst du, so hat das, glaube ich, guck, wir haben jetzt zu lange gewartet. Denkst du, die machen direkt, dass beides am Start ist? Boah, wer weiß, vielleicht so. Oder die machen häppchenweise. Ich hab aber gehört, man kann damit echt Geld dann Häuser kaufen und so ein Scheiß. Aber was? Alles so Spekulation. So einer auf Investment, zu so Aktien und so. Bro, was hast du gemacht? Weil wir geredet haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, wozu haben wir die jetzt repariert die ganze Zeit? Digga, wir haben die einfach repariert, Bro. Ich hab den Müll geworfen. Umsonst repariert. Weil wir über GTA geredet haben. Ja, Bro! Wie lange arbeiten wir hier schon, Alter? 5 Tage, Bro? Mhm. Ich hab keinen Bock auf den Betrieb, deswegen scheiße ich gerade rein. Was ist das? Ah, da kam was. Ach so. Es ist aber echt wie ein Betrieb. Ja, es ist stumpf. Könntest du mal abwechseln? Wir müssen durch, Bruder, wir sind gleich durch. Sehe ich auch so, ich in diesen Betrieb gehe. Wir sind Bruder, gleich durch. Du bist auch jetzt, Junge. Geh mal Betrieb, Junge. Randa jetzt. Ich meine, Klopause, du einfach zwei. Randa, ja, das ist Arbeit, das kann ich nicht. Ja, Junge, geh ackern. Arbeite mal. Geh ackern. Hälfte in Arbeit. So mit 1 Euro. Vielen Dank für deinen Support. Ich will auf Klo. Kannst du arbeiten? Oh, geh doch ackern, Junge. Hey, was Mann, mit dir? Arbeit. Okay, wir hauen die jetzt die ganze Zeit weg, Alter. Was will der Typ machen? Vielleicht kommt er da noch runter. Leute, vielleicht ist das Geduldsprobe hier, Alter. Weg. What the hell are you doing, throwing out a perfectly good dog? Okay, der meckert noch. Soll der kommen, Alter? Soll der kommen? Oder wir tun die hier rein einfach immer. Bro, das kann doch nicht sein. Okay.
Okay, juckt mich nicht. Yo! Yo! Was geht ab? Hier kommen Körperteile angeflogen. Leute, wir tun jetzt einfach mal einen Proven. Oder einen Müll schmeißen. Oder es kann doch nicht sein! Ja, juckt mich nicht. Umso schneller ist der. Oh, die. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Was geht da ab? Yo. Hau rein, Junge. Leute, machen Speedrun. Oder? Das kann doch nicht sein! Kopfgröße? Das stand gerade Kopfgröße war falsch. Dann war das Kopfgröße falsch. Something's off with the eyes of this doll. Check carefully. Okay, you have done enough for today. Oh, heute genug getan. Ruh dich aus. Bro, wir klatschen jetzt die ganze Zeit einfach weg. Hast gehört? Wir schmeißen jetzt die ganze Zeit den Müll einfach, dann ist der Tag, dann geht der Tag schneller rum. Aber kriegen wir auch. Wir haben doch eh schon alles gekauft. Aber auch wenn wir 0 Euro machen, ne? Wir haben doch eh schon alles gekauft. Wir brauchen eh jetzt Geld, gell? Sag ich ja. Ey Leute, wir dribbeln das Game jetzt. Oder wir dribbeln. Ja, einfach Müll, guck was passiert. Ja. Mehr als meckern kann er auch nicht machen, wenn soll der runterkommen. Ja, genau, soll der einzige Gang. So. Wir wollen doch eh sehen, wie der aussieht. Boxcount. Der hat schon so Gamemaster, weißt du, wir wollen einfach mal sehen, wie der aussieht, sure. Mann. Tag 5. Egal, wenn wir gleich minus 210. Guck, wir haben, guck mal, gestern, wir haben alles richtig gemacht. 740 bekommen. Jetzt haben wir 630 bekommen. Wir kriegen eh noch einen Arschtritt. Bro, juckt. Ist so. Guck, wir haben alles schon gekauft, hä? Ja, das spielt das Spiel gerade. Heute ist etwas anders. Ich kann die Fabrik spüren, selbst wenn ich nicht dort bin. Es ist, als wusste sie, dass ich zurückkomme, als hätte sie in dem Moment gewartet. Die Puppen, diese Augen, sie bleiben. Mein Gott, so. Ja, wie kam eigentlich das Game? War das im Trend oder so? Ja. Krass. Oh. Wow. Jetzt wird's ernst. Jetzt, okay. Weltenschutz vorbei, ne? Jetzt geht's ab. Wow. Wow. Okay, die ganze Firma fliegt uns um die Ohren jetzt, ne? Alter. Und woher kommen diese verpackten Puppen? Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund, Leute. Jetzt geht die Post ab. Woher kommen diese ganzen Puppen? Direkt sollen wir runterkommen, Mann. Ja, Sack. Komm mal runter jetzt hier. Ist so. Was soll das hier für ein Scheiß? Zu. Verdammter Versager, komm runter! Wow. Alles bricht hier zusammen, Alter. Mieser Betrieb. Die sollen trotz. Oh, ist rot. Räudiger Bunker bringt da nichts. Endlich. Komm, so eine kopflose Zombie-Puppe hier, oder was? Junge, was willst du machen, Alter? Ja, geh weg. Was willst du machen, Junge? Ja, war richtig? Riecht keiner. War richtig? War richtig, ne? Oh, vielleicht umgekehrt jetzt. Ey, das Spiel verarscht uns. Vielleicht ist gerade umgekehrt. Ah. Gegenteiltag. Lässt sich nicht öffnen? Ey, Leute, hier läuft kein. Oh. Warte, warte, warte. Wir sollen gar nicht arbeiten. Wir sollen gar nicht arbeiten. Irgendwas. Ich brauch deine. Oh, der Typ. Oh, der ist typ. Unser Typ? Oh. Oh. Oh, mein Gott. Alter. Komm mit mir. Das ist euch reingezogen, ne? Oh shit, wo sind wir jetzt gelandet? Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's spannend. Katakomben! Ja. In Frankreich, mit den ganzen toten Köpfen. Boah, ja, Mann. Das ist auch richtig gruselig. Unter Paris, alles voller Skelette, voll interessant, ne? Wir waren noch nie da drin. Ne? Paris-Besuch. Wenn wir Paris sind, müssen wir da hin. Ich hab gehört, man kann schon sogar verlaufen. Wow. So, Leute, das ist schon spannend da. Nicht mehr so viel arbeiten. Ein bisschen Action. Ja, Mann, kein Bock mehr auf diese Arbeit, Alter. Ist so. Leute, kein einziges mehr arbeiten. Oh, Schnauze voll. Oha! Oh. Bro, okay, wir können sterben, glaube ich jetzt. Okay, jetzt können wir jetzt erstampft werden. Okay, das ist hier Jump and Run Spiel jetzt. Boah. Jump and Run, Bro. Ist. Stop. Boah. Ganz easy, knapp. Ganz easy, Leute. Oh. Kartoffelpresse. Let's go. Das Totenköpfe? Yo.
Ja, ne, Puppen, ne? Okay, die werden verbrannt. Die Puppen kommen in die Hölle hier. Abschalten. Oh, dann können wir da durch, oder was? Hä? Licht einschalten. Ja, Mann, ich glaube, wir sollten es nicht jetzt verbrutzeln. Oh, hier fehlt ein Ventil. Okay. Ach so. Brauchen noch ein Ventil. Okay, müssen wir suchen. Ja, das Licht ist an. Ja, wo soll das sein, bitte? Wo ist es? Vielleicht irgendwo mitten im Haufen. Oh nein, nicht, dass das. Oh mein Gott, vielleicht hätten wir da suchen müssen, ne? Leute, habt ihr ein Ventil gesehen irgendwo? Boah. Vielleicht hier auf der Seite. Oh mein Gott, ja. Leute, halt die Augen offen. Wo links? Sollen wir da rein, Alter? Sollen wir uns da wurzeln lassen? Einer so links. Fängt er uns oder was? Wo ist das Ventil? Es war neben euch. Wann? Wo, Bro? Wo? Christopher. Oh, Junge. Ist das hier in dem Haufen jetzt irgendwo so? Ich glaube da nicht. Du? Meinst du? Im Feuer. Im Feuer? Pff. Was laberst du? Geht da rein. Was redest du? Sollen wir da rein? Nikita, Junge. Was laberst du? Sollen wir? Was, gucken, was passiert? Let's go! Aber okay, wir können gar nicht. Okay. Ah. Okay, dann brauchen wir doch das Ventil, ne? Wir brauchen das. Das ist bestimmt in diesen Jump-and-Run-Ding. Ja, müssen wir da zurück, ne? Shit. In der Ecke, bei der anderen Stelle. Oder sogar da mittendrin, Alter. Meine ich ja. So in der Mitte mäßig. Ich würde sagen, genau, lauf einfach mal durch so und guck, ob du es aufheben kannst. So, oder irgendwo in dem Haufen. Hier so in dem Haufen. Ja. Boah, das könnte überall sein. Ah, hier sind wir. Hier ist der Anfangspunkt. Ich würde sagen, wir müssen da wahrscheinlich ein bisschen rumsuchen, ich ne? Ich glaube auch. Okay, Leute, wir suchen das Ventil. Und dann geht's ab. Hä? Lieber das Ventil suchen hoffnungslos, als diese Arbeit weiterzumachen. Ja. Bro. Wir sind doch jetzt alles durchgegangen, oder? Okay, hier ist nichts, Bruder. Boah, Leute. Wo ist dieses Ventil? Komisch. Irgendwas ist komisch. Egal, wir laufen nochmal durch. Eigentlich hier bei dem Licht, oder? Ja, vielleicht gehen wir den Haufen. Das Licht ist ja auch angegangen. Ja, ja. Das kann ich nicht. Aber es wäre halt auch sehr einfach. Ich weiß nicht, ob die jetzt einem schwärmen. Oh, hier, Bro! Alter, da liegt das doch. What? Okay, das war schon ein bisschen getarnt. Okay, war aber schon getarnt. Easy, Leute, jetzt machen wir das Licht, das Feuer aus und dann gehen wir da durch, ne? Easy, Bro. Jawohl. Okay. Und rein. Ab in die Hölle. Oh, oh mein Gott. Ey, das ist unser Freund. Hey, es tut mir wirklich leid. Ich hatte keine andere Wahl. Was? Er kontrolliert mich und diese Puppe. Ich hoffe, du verstehst. Ich will einfach wieder menschlich sein. Nein, der hat uns eingetauscht. Der tauscht uns. Ich wusste, wir können ihm nicht vertrauen. Aber wie läuft denn der Tausch jetzt ab? Oh, du kleiner Hund, Alter. Du Pisser, Alter. Hä? Kleiner Kerl. Du sollst die Puppe bleiben für immer. Nicht Bro, wir. Er will uns eintauschen gegen sich. Aber wie macht er das denn jetzt? Junge, komm her. Ja, aber Fun Fact, wenn er uns eintauscht, müssen wir uns merken, wie der das macht, dann müssen wir es auch. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh mein Gott, Digga. Ist das ein Gefängnis oder was? Gefängnis, Junge. Bro, ich wusste, der verarscht uns, Alter. Aber wie will der das jetzt machen, ne? Will jetzt. Verstehe auch nicht. Der will uns aufopfern, Alter. Aber egal. Egal, wir kämpfen. Egal. Oder einfach Puppenknast. Puppenknast, Leute.
Die Puppen, die unartig sind einfach. Aber echt, ich stell dir vor, also. Ja. Mieser Kerker, ne? Einfach Outlast jetzt. Ja, Mann, ne? Wir klatschen ihn einfach weg, Alter. Aber das, eigentlich hat der exposed, was er jetzt vorhat. Ja, ne? Ja, dumm von dem. Deswegen dumm. Also, wir werden jetzt alles dafür tun. Ja. Boah, was ist das für eine rote Tür? Oder Raum? Leute, der Gang zur Hölle. Also, ist der auch der Direktor, ne? Der meinte, der kontrolliert den. Mein Gott, oh mein Gott. Alter. Maximale Hölle. Yo. Wird immer düsterer. Wow, oh, lauf! Oh mein Gott. Guck mich da hinten, lauf. Temple Run, Bruder. Yo. Ducken. Oh mein Gott. Yo. Schnell. Beeil dich. Lauf! Exit. Okay. Die Tür ist verschlossen. Wow. Nein! Wir sind im Knast! Gefangen, Bruder! Warte, unser Gang im Knast! Nein, das ist der! So ein guter Mitarbeiter. Du hast alles genauso gemacht, wie ich mir vorgestellt habe. Oh mein Gott. Von den ganzen Sweet Cheeks Firma, danke für deinen Einsatz. Nein! Wow! Ah. Oh mein Gott. Wir wurden nur billig benutzt. Alter. Ganz räudig benutzt worden. Nein, sind wir eine Puppe schon? Oh mein Gott. Oh nein, Gott. Leute, wir sind hier bei der Dings. Alter. Vielleicht kommt jetzt ein neuer Mitarbeiter. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir, wie das abläuft. Oh, jede Puppe ist ein Mensch. Alles Menschen. Jede Puppe war ein Mensch. Ach du Scheiße. Guck mal, wer jetzt kommt, der Typ. Ich glaube, jede Puppe war ein Mensch, Alter. Alter, wie traurig, ne? Ende A? Es gab mehrere Enden. Aber wir könnten auch anders enden. War das jetzt gut? Nee, war ein schlechtes Ende. Wir hätten noch enden können. Wir hätten da rausgehen können irgendwie. Aber wir hätten es auch rausschaffen können, ne? Was? Ja, bad ending. Bro, das ist so wie Dings, Alter. Ihr hättet so ein Ticket finden können, damit hättet ihr eine Zange kaufen können. Was? Im Shop damit, die dann zugesperrte Tür öffnen. Ah, das wäre ein gutes Ende. Krass, woher so, Bruder. Aber ja. Witzig gemacht, ne? Ja. Okay, es gibt mehrere Enden, krass. Endungen 1 von 2. Ja. Krass. Ich weiß, wie viele Enden es gibt, aber ja, Mann, krass. Ach, es gibt nur 2. Okay, das andere Ende wäre dann, dass wir diese Zange da gefunden hätten. Ihr hättet safe diese K-Puppe wegschmeißen können, wo die gesagt hat, solltet genehmigen. Ja, den hätten wir vielleicht wegpfeffert. Weil der war ein Heuchler, ne? Ja, hätten wir so. Okay, das wussten wir natürlich nicht. Ja. Krass. Okay, crazy. Aber war schon ein gutes Game, ne? Crazy Game. Also sehr gut gemacht. Genau, weiß nicht so Jumpscare-lastig und so. Genau, war nicht so hardcore, aber war schon gruselig. Anders. So. Und die haben ein bisschen viel arbeiten lassen, war ein bisschen trocken. Ja, ein bisschen dieses Trocken. Weil das ging viel Zeit drauf. Also schon viel Lebenszeit. Ja, das hätte ein bisschen kürzer kommen können. Ja, Mann, aber sonst echt ein gutes Game, ne? Ja, Mann. Ja, Leute, ja. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Jetzt, Leute, wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Link in der Beschreibung. Es ist kalt, checkt die Hoodies ab, Leute. Unbedingt, Leute. Yes, Sir. Ansonsten, Leute. Würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Peace!